Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, eures Lieblingslauf-Podcasts aus Österreich. Wir dürfen heute wieder in einer illustren Runde euch beglücken und für euch haben wir natürlich auch eine kleine Aufgabe. Heute bitte, bitte einfach mal zu Apple Podcasts oder Spotify gehen und uns dort bewerten, weil das ist fein und dann kriegen es auch mehr Menschen vorgeschlagen, weil Algorithmen sind doof und vertrauen einfach darauf, dass Menschen wissen, was sie tun. Ihr wollt einen Podcast starten, weil jeder will einen Podcast haben. Ihr wollt eine Webseite haben. Ihr habt irgendein Online-Business. Ihr braucht Unterstützung. Okay, dann möchten wir euch heute unseren Technikpartner, die Pecon Solutions, vorstellen. Die Pecon hilft uns dabei, dass wir euch jede Podcast-Folge schnell, einfach und zuverlässig liefern können. Zusätzlich sind sie auch eine lokale Firma, die ihr persönliches Service bietet, quasi so ein bisschen lokaler, regionaler Biobauer mit Handschlagqualität. Neben maßgeschneiderten Paketen für euer Business bieten sie auch IT-Consulting, Unterstützung bei Hard- und Softwarebeschaffung, Know-how bei der Cloud-Nutzung oder bei der Cloud-Transformation an. Wir können die Pecon auf alle Fälle wärmstens empfehlen. Und wer sie kennenlernen will, schaut am besten auf p-con.at. Ja, das findet ihr in die Shownotes. Und jetzt weiter in der Folge. Das mit dem Menschenvertrauen, was sie tun, haben Trainer auch sich zunutze gemacht und freuen sich darüber, dass andere Menschen immer darauf vertrauen, dass sie als Trainer wissen, was sie tun. Der Flo und ich haben doch manchmal unsere Zweifel. Hallo Flo. Hallo der eine. Hallo der andere. Aber damit wir ein bisschen Diversität in unsere Trainerfragen reinbekommen, wir hatten ja schon den weltbesten Trainer von Biesenberg, unseren Trainer, den Christoph da. Wir hatten schon den Harald da, der den Lehmerberg Kedema zum Beispiel trainiert. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir haben ja schon mit der Julia Meier geredet. Die ist jetzt auch keine schlechte. Schauen wir mal, was die für einen Trainer hat. Und da haben wir uns den Vincent Vermeulen zu uns geholt. Grüß dich. Servus. Schön, schön bei euch zu sein heute Abend. Ich freue mich auf das Gespräch. Und, ja, danke fürs Kommen. Du warst wir selber. Also, behaupten, wir haben ihn sogar zu uns herzitiert. Das ist wahr. Und wer ihn noch nicht kennt, also wenn man so ein bisschen im Background schaut, er war selbst Hochleistungssportler im Langlaufen. Hat dann parallel zu seiner Karriere direkt mal sich ein bisschen fortgebildet für die Zeit danach wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, dass das der Hintergrund war, als Physiotherapeut und Trainer und hat dann im Olympiastützpunkt in Oberdauern Hochleistungssportler, die erste Reihe quasi der Sportler im Land trainiert und trainiert jetzt mittlerweile, ich glaube, das werden wir wahrscheinlich erfahren, einmal querbeet, also es beschränkt sich nicht nur mehr auf den Wintersport und ich bin schon ganz gespannt, wie es denn da so abgeht. Trifft das ungefähr so als Einleitung? Ja, das trifft es ja eigentlich ziemlich genau. Ich war selbst ein erst Leichtathlet, habe Leichtathletik gemacht, dann hat mein Trainer gesagt, statt im Winter Skifahren zu gehen, kann ich besser Langlaufen gehen. Dann habe ich das mal versucht, Langlaufen. Dann bin ich mal aus einem Bauernderby mitgelaufen, irgendwo in Vorarlberg, in Bregenzer Wald. Und dann habe ich dann gewonnen. Ich habe dann nicht gewusst, dass da kein guter Mitlaufer, aber ich habe in jedem Fall gewonnen. Und habe mir gedacht, vielleicht ist das etwas und habe ich das mal versucht und bin dann in Holland im Nationalkader gekommen, bin Staatsmeister geworden. Das war natürlich nicht so schwierig, weil ja, im Land der Blinde ist halt einer auch König. So, das hat auch nicht zugetroffen.
Ich bin dann Weltmeisterschaft, Weltcup gelaufen, in die Ramsau gezogen, habe parallel studiert und habe dann nachher, ich habe dann irgendwann mit 25 verstanden, dass das nichts wird. Ja, so, mit 24 eigentlich. War mir klar, da müsste die Kurve so einen komischen Lauf nehmen. Dies geht sich nie in mein ganzes Leben aus. Ja, da ganz oben. Wobei Weltcup war ja dann. Ja, aber gut, wie schon gesagt, du bist okay. Im Weltcup. Ich war da mit 10% Zeitrückstand. Das kannst du vergleichen mit einem 30 auf 31 auf 10.000 Meter. Das ist natürlich flott. Es ist tapfer. Ja. Aber um dafür mein ganzes Leben dann zu opfern, ist auch wieder leicht übertrieben. Ne? Von 30 auf 31. Ja. So, kann man dann, aber kann man dann von dem irgendwie leben? Weil ich meine, es gibt ja dann doch relativ viele, die in dem herumgrundeln, sage ich jetzt einmal, ohne das irgendwie negativ zu meinen, aber oder müsste man dann so viel investieren, dass man eigentlich dann, dass ich das dann gar nicht auszahlt oder wie? Naja, du hast natürlich als Sportler relativ wenig Kosten, weil du hast einen Verband, ich sehe dich jetzt auch bei meinen Sportlern, die haben relativ wenig Kosten. So, du brauchst auch nicht so viel Geld. Ja. Man muss sagen, ich habe nachher haben wir geheiratet und zwei kleine Kinder, da war es auch nicht einfach zu leben. Ja. So, ich muss sagen, mit den meisten Sportlern, die in Österreich ihren Sport haben, habe ich nicht allzu viel Mitleid. Die haben ein gutes Leben und die können gut davon leben und sie haben ein paar kleine Sponsoren. So war es auch bei mir. Ja. Ja, aber nur solange du Sportler bist. Genau. Weil danach ist halt nicht lange schon in die Pensionskasse eingezahlt. Nein, irgendwann muss einfach hackeln natürlich, das ist genau. Klar. Ja. Und das war am Anfang schon ein bisschen schwer. So, mir hat der Mittagsschlaf hat mir schon gefehlt. Ja. So, ich habe mir das erste Jahr schon schwer. Ja, das war wirklich hardcore. Ja. So, boah, wie ganz normale Menschen jeden Tag arbeiten, von in der Früh bis am Abend, das war schon hardcore am Anfang. Ja. Kein Mittagsschlaf. Da gibt es eine recht gute Dokumentation über, ich glaube, es ist in dem Fall über Schwimmer oder generell über Olympia, wo es darum geht, über Spitzenathleten, die nach irgendwie 10, 15 Jahren Sportkarriere plötzlich in ein normales Leben zurückkehren müssen und die haben halt wahnsinnige Probleme damit, weil sich bis dahin alles nur um den Sport gedreht hat. Du stehst auf, du trainierst, du Mittagsschlaf, alles ist getaktet nach dem Sport und von einem Tag auf den anderen erklärt er die Welt oder erklärst du dir selbst, das ist nicht mehr und da geht es halt um die dunkle Seite des Sports und was das halt mit den Leuten macht und wie die dann wieder zu, ich weiß, habe aber leider vergessen, wie die heißt, aber ich, ja, so ähnlich stelle ich mir das dann auch vor, oder? Ja, es ist absolut so, wie du sagst, es ist schon spannend. Und auch den Fakt, wenn man sich das überlegt, ich bin, denke ich, 9 Monate im Jahr mit meinem Kollegen ins Bett gelegen, nicht mit meiner Frau. Ja? Also das war schon, wenn man das, ist jetzt eigentlich schon makaber, wenn man sich das überlegt. Ja. Aber die Ehe halt hat gehalten, also. Bis heute noch damals ja, schon. Eben. Also, ja, mir hat mal jemand gesagt, wenn du willst, dass deine Ehe lange hält, dann musst du immer wieder auf Tour gehen dazwischen. Naja, als Sportler bist natürlich ständig unterwegs. Die Julia ist jetzt auch in Südafrika. Also momentan sind all meine Sportler, die ich begleite, sind alleine unterwegs und ist der Freund oder die Freundin alleine zu Hause. Das ist all meine Sportler jetzt eigentlich. Ja, ja. So, die sind alle auf Trainingslager. So, das ist schon spannend, aber es ist ein schönes Leben als Sportler, nur irgendwann musste ich schon klar werden, habe ich das Zeug irgendwo etwas zu erreichen oder nicht. Da ist auch jeder seine Einstellung unterschiedlich. So, ich bin einfach ein Sieger und wenn ich einfach nicht gewinnen kann, dann habe ich irgendwann einfach keinen Bock mehr. Fertig. Ja. Aber es gibt auch Leute, die können sehr gut damit leben, dass sie das ganze Leben 26. werden bei der Weltmeisterschaft. Das sollst du dann halt machen. Das ist auch, die brauchen wir. Ja. Nur mein Ding war es halt nicht. Ja, so, um da mein ganzes Leben zu kämpfen, dass ich einmal in meinem Leben vielleicht mal ordentlich Weltcup-Punkte mache. Nein, das war nicht mein Ding. Ja, es war aussichtslos. So, von dem her habe ich dann das Glück gehabt, mit Menschen zu arbeiten, die das geschafft haben, wovon ich geträumt habe. Ja, und ich habe von denen sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, was das ausmacht und was das im Training ausmacht. Und ja, das war halt eine andere Welt. Ich brauchte keinen Namen zu nennen, aber wir haben damals an Olympisch Stützpunkt Obertown sehr viele Goldmedaillen gehabt in verschiedenen Sportarten. Ja, und ich habe von all denen sehr viel gelernt, muss ich sagen. Hat das reibungslos direkt funktioniert, wenn man sagt, okay, du hast mit 24, 25 gelernt, okay, ich werde nie die Goldmedaille umgehängt bekommen in meinem Sport, aber ich gehe jetzt da in die quasi
Physiotherapeuten schien, ich weiß nicht, ob direkt Trainer sein da auch schon irgendwie überhaupt spruchreif war, aber da ist man ja quasi dann im selben Alter fast wie die Athleten, mit denen man zusammenarbeitet. Funktioniert das dann gleich direkt reibungslos, dass die sagen, ah ja, okay, oder es ist sogar vorteilhaft, dass die wissen, okay, du weißt, wovon du sprichst. Ja, ich war erst, man muss sagen, ich war mit 17 selber schon Trainer beim Leichtathletikverein, wo ich selber gelaufen bin, dann beim Langlaufverein, dann in der Ramsau bei der WSV Ramsau. So, ich war schon immer selber auch aktiv als Trainer, muss ich dazu sagen. Ja. Aber ich habe das Riesenglück gehabt, dass ich am Olympiastützpunkt Obertown arbeiten habe dürfen unter Leitung von Professor Heinrich Bergmüller. Und ich bin da in ein Team gekommen mit Ärzte und Trainer, wo es keinen Egos gegeben hat. Ja? Mhm. Und wo wir alle jeden Tag um 9 in der Früh mit einem Tasse Kaffee am Tisch gesessen sind, uns alle Athleten besprochen haben und gemeinsam das Training entschieden haben. Natürlich hat es den Trainer, den Therapeuten, den Arzt gegeben. Aber gemeinsam ist entschieden worden, ob jemand belastbar war oder nicht. Und da hat es wirklich keinen Ego gegeben. Das bedeutet, das war eine sehr entspannte Situation, trotz dem Hochdruck, der da war, wenn die Presse die ganze Zeit schaut auf die Leistung. Ja. Aber das war eine sehr entspannte Arbeitsatmosphäre von Kollegen untereinander. Und ich habe da alles gelernt, eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Von welchem Jahr sprechen wir da? Also wann war das? Wir sprechen das 97, fängt es an. Das fängt 97 an, so Mitte 97. Da hat ein Dr. Aufmerksam mich mal raufgeholt aus Radstadt, weil es ein Sportler, ein, zwei Skifahrer mit Rückenschmerzen gehabt hat, die damals noch nicht so bekannt waren. Und ich bin dann darauf gegangen und das hat eigentlich nach dem ersten Besuch, hat das mit den Jungs gut funktioniert. Das war auf einer Ebene. Ja, vielleicht war es sogar ein Vorteil. Ich war eigentlich one of them. Ja, so, ich bin auf das gleiche Lager gekommen. Nur sie waren ungefähr 30 Plätze besser. Ja, das war das Einzige. So, das waren, ich war ein Wannabe und never will. Aber sie haben das, sie waren die Jungs, zu wem ich immerhin aufgeschaut habe. Das hat super funktioniert. Hat es nichts gegeben. Ja. Ich glaube schon, dass das was hilft. Das ist auch. Mein Vergleich ist halt vor allem der Fußball und da hilft es, glaube ich, es ist Fluch und Segen sicher manchmal, aber ich glaube, es hilft schon, wenn du dich einfach in die Lage der Athleten reinversetzen kannst und gerade in so einem Einzelsport, wie jetzt dann Skifahren im Endeffekt dann doch ist, glaube ich, ist es wichtig, einfach seine Athleten zu verstehen und zu wissen, was sie durchmachen und sie da selber mal Gefühl zu haben. Ja, also ich sehe das absolut als Vorteil. Ich mache jetzt auch noch relativ viel Sport, ja, und ziemlich hart auch teilweise und bin für einen alten Bock relativ fit, glaube ich. Und da wird mir oft dann gefragt, warum ich doch verrückte Sachen mache und Intervalle mache. Ja, wenn ich, ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich mein Athlet, Radfahrer, ein 6-Stunden-Einheit aufgib mit NP-Leistung 290 bis 300 Watt bei 66 Kilo, dann ist es schon fein, wenn der Athlet weiß, dass es da reden über eben um 5:36 Schnitt 6 Stunden durchgeht. Dann ist es schon, und es regnet. Dann ist es schon fein, wenn der Athlet weiß, dass der Trainer da nicht komplett unsensibel ist, dass er schon weiß, was er denn beauftragt. Ja? Sonst sagt er vielleicht, hey, was ist denn los mit dir? Hast du einen Schuss oder so? Sag ich, hey, junger Mann, ich weiß genau, was es ist. Bitte, ich kenne das Spürchen. Jetzt, ja. Aufs Rad, fertig, fahren. Ja, weil doch gerade beim Trainingsaufbau und Trainingslehre bist, inwiefern hilft dir das jetzt, dass du da Background als Physiotherapeut hast? Weil oftmals sind das ja sehr unterschiedliche Personen und die auch vielleicht jetzt nicht voneinander wissen oder da irgendwie da Kommunikationsprobleme geben können. Wie hilft dir das bei der Trainingssteuerung, dass du auch da Bescheid weißt? Also am Anfang hat es mir nichts geholfen. Bis dann irgendwann der Dr. Panzer, der bei uns im Obertown auch war, mich ein paar Sachen über Physiologie erklärt hat. Und dann auf einmal ist das alles, was ich am Anfang meiner Ausbildung, weil in Holland dauert die Ausbildung relativ lang, ist 5 Jahre, das ist wirklich sehr ausführlich, dann ist die ganze Physiologie auf einmal nach oben gekommen und auf einmal hat es einen Knacks gemacht. Auf einmal habe ich verstanden, was passiert in dem Körper.
Ja, so dieser physiologische Hintergrund, wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich nie in meinem Leben ein guter ein Trainer werden können. Unmöglich, unmöglich. So, du musst unbedingt diese Physiologie, diese Basis von oben bis unten beherrschen. Und das war ein Riesenvorteil. Ohne das hätte ich nie in meinem ganzen Leben geschafft. Nie. Unmöglich. Sind jetzt da quasi, wenn man es jetzt hart formuliert würde, sind Physiotherapeuten die besseren Trainer, weil sie einfach wissen, wie die Körper der Athleten funktionieren und nicht nur das theoretische Background-Wissen, wie Training per se funktioniert? Nein, vielleicht, dass ich mich so jetzt ein bisschen widerspreche. Oder ist es einfach ein anderer Ansatz? Ja, ich glaube, dass die zwei besten Trainer, die ich jemals im Leben kennengelernt habe, der eine war Rauch van Kieren und der andere, glaube ich, hat Elektriker studiert oder so. Ja. Nein, so de meest erfolgreiche trainer in Österreich, der de meeste goldmedaille, glaube ich, produziert hat, war Rauch van Kieren. Hm? So, von dem her. Het funktioniert. Ja, genau. Derjenige, der das ist, der ist genauso wie ich, ist der Tag und Nacht gesessen in seine Bücher. Ja? Ich bin oft ins Stützpunkt gekommen, wo ich ihn dann angetroffen habe, schlafend oberhalb seiner Bücher, wo er einfach eingeschlafen ist am Abend. Ja? Und da hat sich das zugeeignet. So, nein, so, es ist ein großes Vorteil. Ich habe es gebraucht, diese Hintergrundkenntnisse, auch um in verschiedenen Sportarten tätig sein zu können. Ja? Mhm. Auch muss man dazu sagen, in der heutigen Zeit, wo das Niveau wirklich so extrem hoch geworden ist. Ja? Aber ich tue viele Trainer Unrecht an, die das nicht haben, die aber sehr, sehr gute Trainer sind. Ja? Es gibt sehr, sehr viele, es gibt wirklich viele gute Trainer. Ja. Da habe ich noch eine Frage, so wie du hast vorher das schon gebracht. Du willst nicht einer sein, der, weiß nicht, best of the rest ist quasi als Sportler. Und die Sportler und Sportlerinnen, die bei dir sind, haben ja auch einen gewissen Anspruch, was sie denn werden sollen, wo sie im Feld sein wollen, nämlich vorn. Sortierst du das vorab aus und sagst, okay, mein Ansatz ist immer, dass wir das Beste quasi aus dir rausholen und das muss quasi Weltspitze sein. Also bist du wirklich da, dass du sagst, ich setze erst ab einem gewissen Level an, damit, und die müssen das Training auch 100% ernst nehmen? Ja. Weil sonst tue ich mir das nicht an? Ja, weil dann kann ich besser sauber laufen gehen. Dann gehe ich lieber sauber runterlaufen. Ja. Okay. Also, weil, weißt du, ja, so ich glaube, das Training ist relativ einfach. Das ist immer Punkt 1. Und Punkt 2 ist es auch relativ einfach, gut zu werden. Du musst nur einfach sau viel machen. Das ist sehr einfach. Um sehr gut zu werden, ist es wieder nicht so einfach. Ja, da brauchst du schon etwas mehr. Und ich von meiner Seite, ich bin ein absoluter Freak. Ja, und ich verlange von meinen Athleten alles und ich verlange von mich selbst alles. So, wenn meine Athleten möchten, dass ich 100% gebe, müssen sie auch 100% geben. Ja. Und das sind halt die allerwenigsten. Ich habe da mehrere Beispiele. Ich habe mich öfter mit anderen Athleten auch auseinandergesetzt. Und wenn ich dann zum Beispiel die Daten anschaue von Trainingen, die sie durchgeführt haben, dann sehe ich einfach, dass das auf einem anderen Level ist als ein Spitzenathlet. Ja? So diese intrinsische Willen, um das Allerletzte zu geben, das ist nur sehr wenige gegeben. Und ich denke auch ganz ehrlich gesagt, weil ich habe eigentlich mit 24 schon entschieden, dass ich das nicht weitermache. Ihr könntet sagen, ja, Finzer, du warst 24, bist Weltcup gelaufen, warst so 10% hinter der Weltspitze. Ja, aussichtslos war es nicht, um vielleicht mal Weltcup-Punkte zu schaffen, oder? Warum hast du nicht weitergemacht? Ja, gut, ich wollte vielleicht heiraten, Kinder haben. Vielleicht habe ich nicht den allerletzten. Für mich war das nicht so wesentlich. Bei mir war es auch so, wenn ich habe natürlich kleinere, so Bauern-Derbys habe ich schon gewonnen. Ja, und wenn ich die dann gewonnen gehabt habe, dann war auch kaum eine Befriedigung bei mir da. Ja, also das hat mir eigentlich nicht so gereizt. Mhm. Mir hat viel mehr gereizt, diese 3 Stunden durch den Wald rennen. Alleine. Und das macht ja dann Spitzensportler auch zu Spitzensportler, dass
wenn du dich mit den Kleinigkeiten zufrieden gibst, dann und da gibt es halt auch nicht viele, glaube ich, die auch wirklich diesen Willen haben, das durchzuziehen, weil ihr habt noch das mit der Julia Meyer, all das, was sie tun muss, der ganzes Leben quasi nur auf das ausrichten, ist halt wahnsinnig anstrengend. Da bleibt halt echt nicht, da lebst ein sehr, sehr spartanisches Leben. In ihrem Fall, du laufst, du zeichnest auf, was du vielleicht isst und was auch immer an Daten du brauchst und du schlafst. Mehr ist da nicht drinnen, so dass dieses Leben, was man sich teilweise vorstellt, dass Nicht-Sportler, was die Sportler haben, aber das muss so toll sein. Im Endeffekt ist es relativ eintönig. Du laufst, du schlafst, du isst. Punkt. Ja. Und solange du das nicht willst und bis zum Letzten noch alles gibst, wirst du doch nie ein Marcel Hirsch oder was auch immer jetzt werden. Weil Die haben den Biss gehabt. Sonst kriegst du nicht siebenmal den Gesamtweltcup oder sechsmal. Genau, die haben erstens das Talent gehabt, ja, das muss man dazu sagen. Was das ist, da können wir später noch drüber reden. Aber die haben das nötige Talent gehabt, ja. Und die haben alles dafür auf dem Spiel gesetzt. Ich habe das gesehen bei unserem Obertown auch, was die Athleten dafür gemacht haben. Ich habe jetzt ein paar Athleten in meiner Nähe, die auch alles auf dem Spiel setzen. Natürlich schon jeder auf, man muss natürlich auch schon klar sein, wir reden über Julia. Es wäre natürlich absolut unrealistisch, wenn man Julia ihre Zeiten jetzt sieht, dass man im Vergleich mit den Kenianerinnen, die mit 16 Junioren Weltmeister werden. Ja? Hey? Ja. Aber wir haben da sehr realistische Ziele, denke ich. Und ich denke, dass wenn sie weitermacht, dass sie wirklich irgendwann bei den Olympischen Spielen in einem Marathon groß aufzeichnen kann. Da bin ich mir 100% sicher eigentlich, wenn alles mitgeht. Ja. Nur ein Weltrekord laufen von 2 Stunden 13. Gut, da muss die Kurve schon einen ordentlichen Knickser machen jetzt. Ja? Verstehst du? Da muss man schon eine ordentliche Leistungssteigerung haben, wenn man damit mit 2 Stunden 13 irgendwann mal schaffen. Ja, ja. Ja? Also im Leichtathletik ist es halt ein bisschen schwer, weil es einfach doch eine klare Differenz gibt zwischen den Athleten, viele Athleten aus Afrika und wir Österreicher. Aber eines muss man schon dazu sagen, so, wenn du so anfängst wie die Julia, also österreichische Rekorde muss man erst halt mal laufen. Ja. Ja. Da war noch nie eine Frau schneller in Österreich jemals. Hey, puh, also Hut ab. Und die bisher waren ja auch keine Nasenbohrerinnen. Ja, genau. Die haben ja auch das mal gemacht, so ein bisschen flotter. Hut ab, ja, höchste Achtung. So, für Leute, die alles geben, auch wenn sie es nicht schaffen, da bin ich dabei. Nur das sind die allerwenigsten, ja. Und das ist auch klar, weil das Leben ist auch so cool. So ein Bierchen trinken oder heute Abend vielleicht mal ein Barolo aufmachen, gute, das wäre auch cool, oder? Aber das geht halt nicht, wenn du morgen fit sein musst. Das geht halt nicht. Geht nicht. Geht einfach nicht. Nee, das ist halt nicht vielen vorbehalten, dass sie das geben. Aber was mich noch am Physiotherapeuten-Dasein grundsätzlich interessiert ist. Jetzt hat uns eins Hobbysportler ja doch hin und wieder ein gewisses Aua und ein Wehwehchen einfach. Und jetzt habe ich immer so das Problem, jetzt suche ich meine Physiotherapeuten, aber aus deiner Erfahrung, wie würdest du sagen, erkenne ich jetzt eigentlich einen guten Physiotherapeuten? Weil jetzt schaue ich mich um, jetzt hat er vielleicht eine ganz nette Homepage, wirkt irgendwas nett, erzählt man viel, erzählen kann er mir ja viel, weil auskennen tue ich mich ja nicht. Aber was würdest du sagen, sind so die Anzeichen von guten Physiotherapeuten? Jetzt bin ich überlegen, wird es diplomatisch oder wird es echt? Nein, ich sage es einfach echt. Echt? Echt, okay, dann gehen wir einfach voll durch jetzt. Also ich hätte meinen Therapeuten gesucht, der selber gut laufen kann. Mhm. Das ist mal Punkt 1. Also wie sollst du wissen, wie laufen ist, wenn du es nicht tust? Also das ist mal Punkt 1. Ja, so. Und es ist ganz süß, wenn du mit 30 Kilo Übergewicht da stehst als Therapeut. Ja. Und dann fängt er dir an zu erzählen, wie du abdrücken solltest. Ich sag nicht was. Mhm. Oder wie du dein Training gestalten solltest. Oder wie die Intensitäten sein sollten. Also bitte. Ja. Also get serious. So, erstens suchst du jemanden, der sich auskennt mit Sport. Ja. Und im Prinzip kennt sich jemand aus dem Sport, der selber läuft, selber gelaufen ist. Oder wirklich schon viel Erfahrung als Trainer auch hat. Das ist immer Punkt 1. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass du einen Trainer suchst, der sich gut auskennt. Weil im Prinzip, wenn das Training richtig gesteuert wird, dann gibt es im Prinzip
keine Verletzungen. Die gibt es nicht. Er hat Julia vielleicht gefragt, wie viel, ich habe es gar nicht gehört im Podcast, aber wie viele Verletzungen gehabt hat. Zero. Jannas, zero. Meine anderen Athleten, zero. Das bedeutet, bei uns wird das Training so gesteuert eigentlich, dass die bis jetzt eigentlich nicht aufgetreten sind. Naja, wobei, da muss man jetzt dazu sagen, also Straßenlauf an sich ist ja, also es gibt natürlich schon Verletzungen, jeder von uns hat schon Aua gehabt, aber es ist jetzt da keine Risikosportart, wenn jetzt irgendwer, weiß ich nicht, ja, Fußball spielt oder Skifahrer ja. ist, egal wie gut du trainierst, es, also ja. so ein Kreuzband ist halt schnell mal ab, gell? Ja, ja sicher, ja, das passiert schnell. Das du hast halt einfach schnell. Pech, oder als Tennisspieler. Beim Laufen haben wir natürlich schon viele Verletzungen, aber wenn du dich eigentlich das mal gut überlegst, die richtig Guten sind die oft verletzt, die richtig Guten, eigentlich nie, sonst kann es nicht gut sein. Eigentlich nie. Und was denk was, mal, ja, aber was Engelbritze. Ja, eigentlich nie. Aber genau. was mich irritiert ist immer, Hochleistungssportler sind ja auch sehr schmerzresistent schmerztolerant. Also auch wenn es weh tut, läufst du in den Schmerz hinein, unter Umständen. Wenn du weißt, das ist eigentlich nur ein, ja, keine Ahnung, wenn man da Muskel weht, dann tut man halt der Muskel weh. Das vergeht wieder. Wie würde ich unterscheiden können, ob das jetzt ein Schmerz ist, der halt einfach Ermüdung ist oder das vergeht wieder oder ob das was ist, wo ich jetzt da wirklich zu einem Physiotherapeuten gehen muss, zu einem Arzt gehen muss und sagen kann, das ist jetzt serious. Weil das Problem haben wir ja, klar zu machen, wenn man jetzt an Ultra läuft. Wenn du 100 Kilometer am Stück läufst, das wird wehtun. An irgendeiner Stelle in dem Lauf wird es echt wehtun. Nur, wann ist es ernst? Gut, so ich muss sagen, ich habe nur mit ein paar Ultraläufer Erfahrung eigentlich und die haben tatsächlich Verletzungen gehabt. Und die haben Verletzungen gehabt, weil sie das Training nicht richtig gesteuert gehabt haben. Also das war vom Training. Das ist mal Punkt 1. Mhm. Ich rede nicht über Blase im Schuh, wenn du mal einen falschen Schuh hast oder so. Aber weil das Training nicht richtig gesteuert war. Zweitens ist es so, Schmerzen. Es gibt im Prinzip zwei Arten von Schmerzen. Ein ziehender, nicht stechender Schmerz und ein stechender Schmerz. Ja. Mhm. Ein stechender Schmerz, das sind bestimmte eigene Nerven, bedeutet immer Nein. Nein. Bitte aus, fertig, nein. Okay, das rote Warnlicht im Auto, das sagt, nein, Motor rot. Jetzt abstellen. Genau, aber im Prinzip ein ziehender Schmerz im Prinzip auch, weil ein Schmerz ist unangenehm und es ist nur unangenehm, damit du es lässt. Ja? Das bedeutet nie ja. So, Schmerzen bedeutet nie ja. Ja, für bestimmte Leute vielleicht, aber für normale Menschen bedeuten Schmerzen im Prinzip nein. Okay. Ja? Ja, du schaust gleich zum Flow. Ja? Gut. Ja, aber weißt du, als Sportler oder Ultrasportler ist man nicht normal, deswegen, das kannst du nicht sagen. Genau. Aber das ist auch schon ein Punkt natürlich, also warum wir so eine eigene Truppe haben. Für mich hat Sport schon mit Gesundheit zu tun. Und wenn ich dann höre von Leuten, die mir sagen, ja, Spitzensport ist auch nicht gesund und so. Also ich behaupte, dass die Sportler, die wir haben, die gesundesten Menschen auf der Welt sind. Also wenn sie das nicht sind, können sie nicht solche Leistungen bringen. Ja. Das haben wir schon oft besprochen, dass der Wettkampf an sich ist sicher nicht gesund. Die Streif mit 120 runterfliegen, das ist einfach nicht gesund. Ja. Und 160 Kilometer im Wettkampftempo laufen ist auch nicht gesund. Aber das Training dorthin, also alles, was du bis dorthin tust, das ist sicher sehr gesundheitsförderlich. Weil eine Momentaufnahme, die ungesund ist. Ja, ich möchte den Skisport ein bisschen da draußen lassen, weil mein eigener Sohn wollte auch Skifahrer werden, weil er doch hier bei mir sehr viele bekannte Skifahrer kennengelernt hat. Und da war so ein kleiner Fratz, war er da und 4, 5 und hat er die Männer gesehen und ist dann auch viel gefahren, gut gefahren, aber das habe ich ihm eigentlich verboten. Ich wollte das nicht. Weil ich einfach nur kaputte Knie und Rücken sehe. Die paar Ausnahmen sind dann zufällig in Hermann und Michi. Ja, aber sogar der Ding, der Benny, der Reichter, hat sogar so ein Kreuzband gerissen gehabt. Ja, verstehst? Ja, also es sind wirklich nur die
allerbesten, die ohne schwere Verletzungen davon kommen. Und das ist einfach das Material so aggressiv, dass es echt schnell geht. Ja. Weil wenn du mit 80 oder 90 km/h einen Berg runterfährst, dann brauchst du nicht zu wundern, dass ab und zu etwas kaputt geht. Also das ist relativ einfach, denke ich, oder? Ja. It doesn't take a rocket scientist. So, das ist relativ einfach. So, das möchte ich, der Skisport möchte ich ein bisschen weglassen. Ja. Letzten Monat Dezember, glaube ich, 10 Tote beim Skifahren in Tirol. Also, das möchte ich bitte weglassen. Mm. Aber in anderen Sportarten sind Schmerzen nie zu tolerieren. Und ich habe eine Sportlerin gehabt, die wollte das schon da weitermachen und Tabletten mit, haben wir uns getrennt. Da sind wir getrennte Wege gegangen. Also, bei mir ist Sport hat mit Gesundheit zu tun, Lifestyle. Ja. Mm-hmm. Und das muss immer gesund sein. Und der Schmerz ist nie zu tolerieren. Nie, nie, nie. Mhm. Aber nie. Von was du jetzt natürlich nicht sprichst, ist jetzt, keine Ahnung, wenn ich einen Muskelkater habe oder so irgendwas und dann doch noch, also das sind halt, weil du sprichst ja nur von stechenden und ziehenden Schmerzen. Verletzungsschmerz. Genau, das wäre eigentlich das meine Frage auch gewesen, weil, also ich glaube, wir sind uns alle einig, auch, ich habe da jetzt das wieder einmal gehört, ich glaube, das war eine Studie irgendwann unter Ultraläufern und ich habe es jetzt das zum zweiten oder dritten Mal zitiert gehört von verschiedenen Quellen, wo sie eine Umfrage gemacht haben bei Ultraläufern und 40% der Befragten haben vor oder während des Rennens Schmerzmittel genommen. Ja, Ehre. Und davon die Hälfte vorsorglich. Also ohne, dass es noch wehgetan hat. Ja, also absurd. Völlig absurd. Wo samen. Ja, also checke nicht. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass, also wenn man am Berg geht, dass man sich Schmerztabletten einsteckt, wenn man dort mich umknöchelt und auf die Rettung wartet, ja, ist ja gut. Kann man mitnehmen. Aber es heißt trotzdem, ich höre jetzt auf mit dem, was ich gerade tue. Ich nehme die Schmerztabletten einfach nur, damit es gerade nicht weh tut. Ja. Nur im Wettkampf. Also man geht nicht mit Schmerzmittel oder eingespritzt in einen Wettkampf. Das macht man einfach nicht. Außer man ist eingespritzt mit dem Gespritzten. Ja, also Blaufränkisch Ultralaufen ist okay. Das taucht mir, genau. Oder Marathon Medoc. Das ist okay. Nur was mich interessiert ist, wie unterscheide ich, wie soll ich sagen, Trainingsschmerz oder so? Also Schmerz, der da ist halt, weil du deine Muskeln beanspruchst und deinen Körper beanspruchst und Verletzungsschmerz. Also wie merke ich, dass es ein Verletzungsschmerz ist? Weil da tue ich mir manchmal schwer. Naja, Verletzungsschmerz ist, wenn er natürlich mit deinem Sport zusammenhängt. So, du hast du stehst auf dem Bett, hast kein Problem, du rennst weg und auf einmal tut dein Knie weh. Das ist ein Verletzungsschmerz. Ja. Ja, dann passt etwas nicht. Das bedeutet übrigens nicht, dass die Welt vergeht. Ja, so das kann durchaus sein, dass du heute mal nicht glaubst und dass es morgen weg ist. Mhm. So, ich stelle die Situation natürlich sehr schwarz-weiß hier da, damit ich klar rüberkomme. Aber wenn du natürlich nach 5 Minuten denkst, mir zwickt es in meinem Knie und nach 7 Minuten zwickt es nicht mehr in deinem Knie, dann sollst du schön weiterlaufen. Ja. Mhm. Ich denke, dass wir alle ungefähr verstehen, was ich meine. Ja? Ja. Damit wir hoffentlich alle ein Problem haben, sind diese fanatischen Typen, die unbedingt 3:17 auf dem Marathon laufen möchten und dafür bereit sind, mit 43 Tabletten da rumzurennen und so. Ja? Also dies gefällt mir überhaupt nicht. Da mache ich nicht mit, auch als Therapeut nicht, weil das macht auch keinen Spaß. Ja? Also mir geht es wirklich, und all meine Athleten auch, es geht uns wirklich um den Spaß. Ja? Mhm. Das Prozess dahin, und Spaß. Und dieses Jahr war es leider Gott für viele durch diese extreme Menge an Krankheiten, die man gehabt hat, kein Spaß. Ja, das war ein hartes Jahr für uns alle, muss man wirklich sagen. Ja. Interessant, Flo, einmal muss noch kurz reingrätschen, auch wenn dir die Frage schon auf den Lippen brennt. Bei mir, weil wir haben meine Achillessehne ja schon ein paar Mal besprochen, da hat mir ja mein Orthopäde gesagt, wenn ich viel laufe, schmerzfrei werde ich nicht sein. Punkt. Weil das einfach die Ferse, also der Knochen, nicht hergibt. Der Hacklund, aus dem Hacklundferse. Genau.
Genau. Okay. Und er hat gesagt, naja, du kannst das, wir können es schon richten, aber du fällst ein Jahr aus. Das heißt nämlich, wir fräsen das Ganze ab und wir montieren das so hin, wie es dann, wie es gehört. Aber wenn du ordentlich trainierst und das gut behandelst und darauf Rücksicht nimmst, dann wird es halt auf einer Skala von 1 bis 10 so eine 2 bis 3 maximal sein. Also noch nicht therapeutenwürdig. Und ich habe gesagt, naja, bevor ich jetzt ein Jahr lang nichts tue und keine Garantie habe, dass es funktioniert, dann machen wir das halt. Und er hat darauf gesagt, ja, 80% seiner Kunden hätten gesagt, bitte operieren, aber er hätte es auch nicht gemacht. Nein, so Hacklund sind zwei Paar Schuhe, das muss man dazu sagen. So, erst ist es natürlich die Frage, hat der Orthopäde dich beim Laufen zugeschaut? Weil es ist natürlich schon fein, wenn jemand Schmerzen beim Laufen hat, dass er nicht mich das MR oder Röntgen schaut, sondern beim Laufen zuschaut, weil er hat beim Laufen Schmerzen. Das wäre schon angebracht dann. Zweitens ist es dann so, dass dieser Hacklund eigentlich immer entsteht bei Menschen, bei Läufern, die irgendwann eine geringe Verletzung gehabt haben im Wadel und dabei das aktive Abdrucken und das nach der Landung, das aktive Abdrucken wieder, einfach nicht mehr machen. Und was dabei passiert, ist, dass de facto eigentlich bei der Landung die Ferse auf den Boden kommt, das Knie nach vorne geht und nicht eine aktive Anspannung der Wadenmuskulatur und dadurch wird die Ferse in der Fersenkappe gedrückt, es entsteht Reibung und da wo Reibung ist, entsteht dann irgendwann, wenn es längere Zeit andauert, diese Entzündung, die da verursacht, entsteht vermehrt Knochen und dann haben wir einen Hacklund. So, gut, jetzt ist dann die Frage, ist das Problem des Knochen? Oder das ist das Problem der Laufstil. So, jetzt kommt es aber dann Problem, wenn der Hacklund so massiv ist, dass es sogar mit, wenn du morgen wie Kipchoge laufen darfst, wenn du dann sogar noch einen Druck im Schuh hast, dann wird es halt ein Problem. Und dann ist eine Operation indiziert, weil wenn der Patient oder der Sportler es dann versteht, dann können wir nachher sauber anfangen und kommen wir nachher schmerzfrei ans Ziel. So, wir brauchen da einen Plan. So wie man, um an der Weltspitze zu kommen, auch einen genauen Plan braucht, eine Analyse. Aber es ist wirklich nicht okay, eine Verletzung von jemandem zu beurteilen, der beim Laufen Schmerz hat, wenn er ihn nicht laufen lässt. Das ist nicht okay. Mhm. Weil da liegt das Problem. Also nicht beim Radfahren oder beim Schlafen. Beim Laufen liegt das Problem. Ja, ja, klar. Und es ist mir wurscht, wie das MR schaut. Es ist mir komplett wurscht, wie das MR schaut. Komplett egal. Das wissen wir mittlerweile. Bei Peter lag eher auch das Problem, dass er nichts gelaufen ist und dann 200 Kilometer Läufe innerhalb von 2 Monaten gemeint hat, das ist eh alles kein Problem. Ja, Details. Ja, Kopfsache, ist nur Kopfsache, Peter. Genau. Und der Körper steckt das alles mit links weg. Überhaupt kein Problem. Was mich dann aber auch zu einer anderen Frage noch bringt, weil du vorher die Julia angesprochen hast, und eben auch mit, dass man das Problem analysiert, wenn es irgendwo wehtut. Das zielt ja alles darauf ab, dass man sagt, okay, der Athlet, die Athletin müssen dem Trainer, in dem Fall Trainer und Physiotherapeuten, eigentlich ja zu 100% vertrauen. Wenn der sagt, wir gehen jetzt in diese Richtung, ich habe einen Plan, wir gehen in die Richtung, damit wir dort ankommen, dann musst du als Athlet oder als Athletin ja wirklich sagen, okay, passt. Vertraut, also schaffen das alle Athleten so wirklich komplett loszulassen und sagen, du hast einen Plan für mich, ich vertraue jetzt einmal die nächsten 2, 3, 5 Jahre? So, solange Erfolge da sind, ist es relativ leicht. Und wenn Erfolg ausbleibt, ist das natürlich ein Problem. Ja? Aber im Prinzip vertraue ich meinen Athleten mir zu 100%. Ich vertraue meinen Athleten zu 100%. Und wir bestimmen gemeinsam den Plan. Die Julia, all meine Athleten sind mittlerweile besser, als dass ich jemals in mein ganzes Leben gewesen bin. Sie sind mehr Rennen gelaufen, als dass ich jemals in mein Leben gelaufen bin. Das bedeutet, die kennen sich sehr, sehr gut aus. Und das bedeutet, dass ich sehr viel habe von der Meinung von meinen Athleten. Ja? Und eigentlich durch die Erfolge, die wir jetzt über mehrere Jahre alle gemeinsam haben,
haben wir da eigentlich immer, sind wir immer einer Meinung. Ja. Und das ist das Gleiche, wenn ich mit dem Heinrich Bergmüller jetzt zusammensetze oder mit Trond Nystad, mein guter Freund, der norwegische, ehemalige norwegische Nationaltrainer, dann sind wir in die Diskussion uns immer einig. Und es kann schon sein, dass der eine etwas mehr nach links oder etwas mehr nach rechts gehen möchte. Aber die Grundprinzipien, da sind wir uns 100% einig. Und ob jetzt die Intervalle dann morgen 7x8 Minuten sind oder 6x10 Minuten sind oder 4x20 Minuten die Intervalle sind, da können wir diskutieren. Aber die Grundprinzipien darüber können wir nicht diskutieren. So war das am Obertown, am Olympiastützpunkt, das war mein Vorkreich. Und so ist es bei mir auch. Meine Athleten und ich haben über die Grundprinzipien keine Diskussion. Ich glaube, dem Flo und mir ist uns noch das in Erinnerung, wie die Julia gesagt hat, jetzt hat mich der 2 Jahre lang auf dem Marathon schon vorbereitet und hat es mir nicht gesagt. Sie hat recht. Weißt du, die Julia hat, man hat natürlich als junger Mensch seine Träume. Ja. Und natürlich, wenn man dann die Sifri Hassan da so 5000 Meter laufen sieht oder so, möchte man auch mithalten. Ja. Nur ein Blinder hat gesehen, dass das nicht passt. Ja, dass das nicht geht bei Julia. Ja. Die Zeitabstand war einfach zu groß. Na, da haben wir jetzt bei Julia haben wir einen Riesenvorteil. Das ist ein Sparmotor. Die hat einen Sparmotor drin liegen. Die hat so einen 3-Liter-Motor drin liegen. Ja, so einen VW 3-Liter-Motor drin liegen. Das bedeutet, genetisch her, er ist noch nicht gut trainiert. Aber da sind wir jetzt dabei. Ja, das bedeutet, die Julia ist in der Lage, ihr maximale Geschwindigkeit ewig zu laufen. Da ist sie trainierbar. Bei Schnelligkeit ist sie halt nicht trainierbar. Ja? Das kommt auch dazu, weil sie halt zu alt ist. Ja? Also, hätte sie einfach mit, weiß ich nicht, 10 anfangen müssen 10, in diese 10, Richtung. 10. Ja, genau. Ja. So, du wirst heutzutage in der Weltspitze sehr wenig Athleten sehen, die spät anfangen. Das ist ein Märchen. Das ist schön, steht es in die Bücher, dass es das mal gegeben hat in Skandinavien. Also, aber es ist, bitte, wenn du als Frau 29 auf den 10.000 laufen möchtest, dann wird es mal Zeit mit 10, 12, dass du anfängst. Also, wenn du dann mit 16 nicht schnell bist, naja, schaut es ein bisschen blöd aus. Aber die Julia hat eine unheimliche Fähigkeit, dass sie trainieren kann. Sie ist unbegrenzt belastbar im Training. Wirklich fast unbegrenzt belastbar. Mhm. Ja. Sie ist nie müde. Sie war bis jetzt nie krank. Verletzen waren wir auch noch nicht. Und das bedeutet, dass diese Trainingsprozesse, das Multiplizieren der Mitochondrien in ihrem Körper, das geht unendlich weiter. Ja. Gibt es da gar keine Vorbelastung aus dem Fußball? Ja, das ist ja kein Sport. Wenn du das auf Hobby-Niveau betreibst, ist das kein Leistungssport, wo wirklich eine Weiterentwicklung der körperlichen Leistungsfähigkeit stattfindet. Nein, nicht Weiterentwicklung. Ich meinte jetzt eigentlich Vorbelastung, verletzungstechnisch, dass man sagt, da sind schon irgendwelche Gelenke oder irgendwie schon ein bisschen... Das ist ja lustig. Mein Freund, guter Freund und Kumpel Kollegentrainer Philipp Wesley, auch aus Wien, da hat die Julia mal vorgestellt, da war sie 10, glaube ich. Mit 10 war sie mal beim Fußball bei mir. Da hat sie beim Philipp vorne am Platz da gekickt und dann hat er gesagt, findest du, das ist die Julia? Und sie hat irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr, eine Kleinigkeit. Aber da war sie mal bei mir, glaube ich. Und dann ist sie dann später, das nächste Mal, dass sie bei mir war, war es in Wien, da habe ich auch eine Ordination gehabt beim Bergmüller in der Perfektestraße. Ja, da war ich 5 oder 6 Jahre. Da ist sie dann mit einer Verletzung zu mir gekommen, nachdem sie angefangen hat zu laufen. Ja. Mhm. Und dann habe ich ihr erzählt, dass was sie macht im Training, dass das einfach für ihr einfach nicht optimal ist in Bezug auf diese Verletzung. Und dass ich ihr rate, das ein bisschen umzuplanen. Und da ist langsam diese Zusammenarbeit eigentlich mehr oder weniger entstanden. Das war vom Anfang an eigentlich richtig ein Zusammenarbeit. Also nicht diktatorial von oben nach unten. Ja? Mhm. Oder Detektiv sagt man das best. So, das war wirklich eine Zusammenarbeit, wo sie mir gesagt hat, was ich davon halte. Aber sagt, ich hätte es vielleicht so gemacht. Und dann langsam hat sie angefangen zu verstehen, was es braucht, um gut zu werden. Ja? Okay. Was mich interessiert, weil du ja auch jetzt bei der Julia gesagt hast, dass sie verstehen hat müssen, wie es richtig gehört und dass sie da quasi auch so von, wie man richtig trainiert gehört, dass das auch irgendwie ein Prozess ist, dass man das eben auch seinen Athleten lernt.
ändert sich dann der Einfluss, den die Athleten auf das Training haben, dann über die Zeit, dass sie dadurch quasi, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, mündiger werden und dann einfach mehr Mitspracherecht bekommen, weil sie dann ja irgendwann nach 3, 4, 5 Jahren wissen, von was sie reden. Und am Anfang ist es mehr schon so ein, dass du ihnen die guten Tipps ein bisschen aufzwingst. Ja, also am Anfang habe ich schon ein bisschen Plan geschrieben. Ja? Nur ich mag nicht gerne Pläne schreiben. Das tue ich überhaupt nicht gern. Ja? Weil das Training ist so einfach. Ja? Wir wiederholen immer das Gleiche. Es ist immer viel. Es ist immer hart. Es ist immer an der Grenze. So, es ist wirklich einfach. So, heute auch, ich habe bei Julia jetzt in Südafrika mit Jannis und ich habe gerade mit Julia, ja, heute haben wir 4 oder 5 Mal telefoniert, ja, und das erste Gespräch war, glaube ich, über das Training für die kommende Woche. Ja, das Gespräch über das Training hat, glaube ich, 3 Minuten gedauert, ja. Sag, du schreibst, dass du selbst aufpasst, sag, ich möchte das, mach mir so eine 3-4, sag, ja, mach mir jetzt 40 Minuten, noch nicht 60, bitte, nächste Woche 60, dann bist du neu. Okay, und der Jannis macht bitte 3x1 Minute dazu, bitte. Okay, gut, wie viel Kilometer diese Woche? Sag, ja, nicht über 200, bitte, diese Woche. Jannis 160 ungefähr, okay. Kraft am Dienstag, okay, passt, hast du es im Kopf? Ja? Okay, gut, fertig. Ja, aber ihr arbeitet jetzt da schon. Wie viele Jahre zusammen? 4, 5, 6? Nein, drei. 3 Jahre, okay. Drei Jahre. Jannis ist übrigens genau das Gleiche, mit den anderen Athleten ist das eigentlich genau das Gleiche. Aber du hast, wie gesagt, bei ihr das direkt quasi erkannt, wie sie funktioniert oder wie ihr Körper funktioniert und hast gesagt, okay, für kurz ist es langsam, aber Marathon könnte gut sein, deswegen legen wir das Training gleich dorthin an. Weil dort kann es wirklich weit nach oben gehen. Ja, aber das ist trainierbar. Und du bist aber sehr datenfixiert, glaube ich, dann auch, oder? Weil du hast vorher schon gesagt, dass du gesagt hast, das Training, die Planung ist jetzt kein fixer Plan, aber die Auswertung wird sehr, sehr, sehr ernst. Genau und ernst genommen. Genau, so, ich kriege von Julia dann die Laktatwerte jetzt auch aus Südafrika. Ich kriege die Sauerstoffsättigungswerte aus dem Blut. Die Pulswerte habe ich, die KMHs, Geschwindigkeit, die Schlafstunde, die Herzratenvariabilität bekomme ich alle. Und um beim Julia noch kurz darauf zurückzukommen, weil du hast gesagt, du hast es dann gesehen. Ja, so hellsehe bin ich nicht, aber ich habe ein paar Leistendiagnostik mit ihr gemacht. Und wenn ich eine Leistendiagnostik mit ihr mache, dann sehe ich, wie deine Mitochondrien funktionieren. Dann sehe ich, wie deine aerobe Leistungsfähigkeit ist. Und dann weißt du echt schon alles. Ja. So, wenn ich jemand sehe, der so viele Kilometer gemacht hat und ich weiß, wie viele Kilometer er in seinem Leben gelaufen ist. Und ich sehe, wie die Laktatleistendiagnostik da ausschaut. Und dann lasse ich ihm zum Beispiel bei dieser Laktatleistendiagnostik noch ein paar längere Intervalle laufen. Und dann sehe ich auf einmal, wie sich das verändert, bei Julia sogar verbessert. Dann weißt du eh, wo seine Stärken sind. Ja. Und du weißt, ey, dass wenn die Dame anaerob sehr gut veranlagert gewesen wäre, dann hätte sie ohne mich schon eine Bombe 1500 hingelegt. Und das hat sie halt nicht. Mhm. Ja? Mhm. Und das bedeutet, dann ist es dann kannst du natürlich, hey, da musst du überlegen. Jetzt trainieren wir dann das ganze Leben, um als Frau 407 auf den 1500 zu laufen. Oder wir schaffen es vielleicht, dass wir in Boston Vierte werden. Bei der Marathon. Mhm. Mhm. Hey, für was würdest du dich entscheiden? Naja, die Dritte noch mitnehmen. Oder? Die 407 hätte ich gelassen. Das interessiert ja kein Mensch, oder? Ja. Ja, die Oma, aber sonst keine. Ja. Ja. Ja, aber die Oma kann wichtig sein. Ich wollte gerade sagen. Genau. Und die Mama macht immer das GPS-Tracking auch mit. Naja, weißt du, was das Problem ist? In die Kurzdistanz, da gibt es viele junge Menschen, die sind da sehr, sehr gut. Mhm. Das bedeutet, da gibt es so eine extreme Dichte und davon bleiben dann auch noch die Beste übrig. So, wenn du schnell sein möchtest, dann sorgst du bitte, dass du sehr früh anfängst mit dem Training. Ja, so, meine Athleten, ich habe einen, der war schon sehr schnell mit 7, 8. Und er ist bis heute noch schnell und gehört jetzt zu den Schnelleren. Ja? Und wenn du halt mit 10, 12 nicht flott bist, weißt du was, du musst bei den Jungs ein bisschen später, 15, 16. Ja? Nur wenn du bei der Junioren-WM mit 17 auf einen 10.000 Meter 3 Minuten Rückstand hast, dann wird es halt schwer werden.
Weil die anderen werden auch noch 3 Minuten besser. Und im Spitzensport sind einfach alle halt auch trainiert. Also da ist im Hobbysport, da hast du halt vielleicht einen, der halt irgendwann in der Jugend ein bisschen Fußball gespielt hat oder irgendwas gemacht hat. Ja. Aber bei Spitzensport ist das einfach ein Riesenunterschied. Absolut. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Und so, die Julia ist eine der sehr, sehr wenigen, die es schafft, in dem Alter, wo sie angefangen mit dem Laufen, so weit zu kommen. Und sie wird noch viel weiter kommen. Da bin ich mir 100% sicher, weil sie eiserne Disziplin hat. Ja? Und da kannst du beim Marathon sehr, sehr weit kommen. Und ja, ich habe sie nicht gesagt, dass es keinen Sinn macht. Ja? Ich habe mir gedacht, sie wird selber schon drauf kommen. Ja? Und trotzdem hat sie ab und zu ein bisschen meine Klarheit gebracht, um es, damit sie es wirklich versteht. Weil man lebt ab in seiner Welt eigentlich. Hä? Aber jetzt ist es, denke ich, klar, dass wir jetzt 100% all in gehen wir jetzt auf den Langdistanz. Ja? Wir werden schon in 5000er laufen und 10.000er. Das ist gut so. Ja? Aber ein Blinder sieht, worauf es denn ausgeht. Ja. Ja? Naja, der Andi Walter zum Beispiel geht ja jetzt da auch. Der ist ja auch keine 17 mehr. Nein. Und der geht natürlich jetzt auch auf die Langdistanzen, weil auf 5000 und 10.000 wird er halt jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viel schneller werden. Weißt du, der Andi ist natürlich ein gewaltig guter Läufer. Ja, also und schon sehr lange. Gut, sehr lange für österreichische Begriffe. Nur wenn du mit 30 halt nicht wirklich in Weltspitze bist, wirst du es mit 35 auf 5000 auch nicht sein. Das ist leider so, weil da kommen alle Jahre von unten ein paar dazu. Ja? Also beim Radsport, beim Triathlon, beim Marathon, das ist schon anders. So, wenn du so schnell bist wie er, und du trainierst gut, ein Quali für Olympische Spiele ist durchaus drin irgendwann auf dem Marathon. Hey, und das muss man schaffen, dass bei Olympischen Spielen dabei bist beim Marathonlauf. Hey. Ja, das ist auch keine 330er Zeit. Oder? Verstehst? Hut ab, ja. So, ja. Und wenn wir es gehabt haben, der Kipchoge ist ja auch keine 8, ist ja auch nicht mit 18 seine 201 oder was er da jetzt in Berlin gelaufen ist. Der war ist ja auch schon 38. Also der hat sich auch früh angefangen und der hat die Basis, aber du siehst einfach, dass du was für Leistungen du in dem Alter noch bringen kannst. Nicht, dass jetzt Andi Walter eine 201 irgendwann einmal läuft, aber das ist möglich, dass das fällt dann nicht so ganz so arg ab, wie das dann bei den 5000 ist. Ich glaube, dass wenn du die Möglichkeit hättest im Training, Trainingssteuerung, so die personalen Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten, dann glaube ich fast, dass alles möglich ist, auch im späteren Alter. Ja, so bis 45, 50 glaube ich das wirklich. Ja. Nur da scheitert es oft. So, wenn du einen Athlet wirklich gut betreuen möchtest, die Julia, die wohnt oft hier. Ja. Weil um in dem Alter, wo die Julia ist, noch richtig gut zu werden, da muss alles passen. Und deshalb ist sie einfach teilweise hier 3-4 Wochen hintereinander hier bei mir, wo jeden Tag Laktat gesteuert trainiert wird, um jede Woche so viel, so ein bisschen weiterzubringen. Ja, da läuft jedes Training Laktat gesteuert ab. Kein einziges Training. Gibt es da eigentlich zwischen Männern und Frauen, also als Sportler, eine unterschiedliche Herangehensweise oder gibt es da einfach geschlechterspezifische Besonderheiten oder Tendenzen, dass man sagt, okay, Männer sind manchmal besonders stur oder die interpretieren Vorgaben eher frei oder die machen jedes Training bis zum letzten oder ist es einfach wirklich nur persönlichkeitsabhängig und überhaupt nicht geschlechterspezifisch? Ja, so ich denke, es ist so, dass wir kennen alle die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Du hast momentan auch einen Katze, der bei dir vorbeiläuft. Wir kennen die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, ja, das ist klar. Das ist im Sport nicht viel anders. Wir sind halt ein bisschen anders getakt teilweise, ja. Aber wir sollten es aber auch nicht übertreiben. So im Training ist es so, ich weiß jetzt, mit dieser Dame, die Stacey Sims, ist jetzt alles hormonell reguliert, das ganze Training und so. Mhm. Ja, die Julia und ich halten das für ein bisschen überbewertet. Ja, so die Julia und ich und Janas und alle anderen, die trainieren eigentlich alle fast gleich. Bei den Damen hatte ich schon ein bisschen
Es hängt davon ab, wie der Zyklus, wie er zuschlägt in das Monat. Ja? Ja. Dass man, aber ich nenne der Zyklus oder die hormonellen Zustände nämlich eher, um das Training zu kontrollieren, ob es richtig abläuft. Ja? So, ob die Natur seinen normalen Lauf nimmt, ja oder nein. So, die Damen. Sieht man das in die restlichen Daten? Also fließt es dann in die Auswertung der restlichen Daten ein, weil du, was ja. Körpertemperatur höher oder Puls ja. höher oder weiß der Geil, absolut. Komisch. Absolut. Eigentlich müsste ich bei dem Tempo ja anderen Herz, eine andere Herzfrequenz haben oder keine Ahnung, ich plapper jetzt einfach laienhaft ja. vor mich hin. Nein, es ist ein richtig spannendes Thema. Also man muss auch dazu sagen, ich beobachte alles, jeden Tag. Das weißt du, Julia, ich habe Zugang auf all ihre Daten, egal was. Ja? Und warum? Wir machen das gemeinsam. Ja? So, wie kann ich nehme die Verantwortung. Ja? Und ich habe all diese Daten. Wir haben keine Geheimnisse füreinander. Aber das bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Körpertemperatur nicht hochgeht, wo ich mir erwarte, dass ich da schon im Training eingreife. Ja, also wenn ich sehe, dass die Periode dazu neigt auszubleiben, dann greife ich ein, fertig. Also bei den Frauen, das ist viel einfacher als bei Männern. Bei Männern ist dieses Overreaching viel schwerer festzustellen als bei den Frauen. Die Frauen haben ein sehr kräftiges Tool, das ist ihre Periode. Ja? Mhm. Das ist für mich ganz wichtig, das weiß die Julia auch, da brauche ich nicht alles dazu erzählen, aber die Jury weiß genau, dass wenn da Probleme sind, dann ist für mich höchste Eisenbahn. Und warum? Ich habe es heute schon gesagt, mir geht es ausschließlich und alleine um die Gesundheit und den Spaß. Ja. Ja, das sieht man ja auch bei, also ich habe es jetzt da wieder mitbekommen, bei einer sehr guten, jungen Trailläuferin, so auf die, ich glaube 20 bis 30 Kilometer aus Spanien, die Sarah Alonso, die jetzt da ausgefallen ist, ich glaube, ein halbes Jahr, weil sie so hart trainiert hat, dass dann irgendwie 4 Jahre lang die Periode weg war und sie jetzt sich das Schambein gebrochen hat im Training, einfach so. Ja, weil, sicher. Ich weiß nicht, wie alt das ist, ich glaube 25 oder so. Ja, das musst du überlegen. Also, und mit diesen Typen möchte ich nicht zusammenarbeiten, weil das interessiert mich nicht. So, wenn es dich das wert ist, dann bin ich nicht dabei. Dann bin ich nicht dabei. Da bist du mein Falschen. Ja, aber das sind ja auch, ich glaube, das sind auch bestimmte, also zumindest in meiner Wahrnehmung, sind bestimmte Sportarten, jetzt gar nicht so geschlechterspezifisch, man sieht es einfach nur einfacher, aber was weiß ich, Skispringen, Bergspezialisten beim Radlfahren, also wenn ein Radfahrer in meiner Größe mit 1,85 47 Kilo hat, dann denke ich mir, du, vielleicht auch noch die Schmerz, wäre angesagt. Ja, also, ja. Und wenn man sagt, das kann auf Dauer nicht gesund sein, weil. Meine Sportler müssen deshalb im Prinzip jeden Tag auf die Waage. Mhm. Ja? So, sie müssen auf die Waage. Ich möchte keine Verschiebung am liebsten beim Gewicht sein. Ich möchte nicht sein, dass das Fett weniger wird. Wenn ich sehe, dass das Fett weniger wird, zu wenig wird, dann weiß ich, dass bestimmte Sachen nicht gut ablaufen. Ja? So, die Athleten wissen es, wenn sie wieder ein Telefonat kriegen von mir, sagt, du hast dein Gewicht nicht eingetragen, dein Fett nicht eingetragen. So, ich möchte nicht, dass sie auf der Waage stehen, damit sie weniger Fett haben. Nein, ich möchte, dass sie auf der Waage stehen, damit sie nicht weniger Fett kriegen, damit es genau so bleibt, wie es ist. Ja? Und wenn wir dann irgendwann so weit sind, dass es wirklich um die letzten 3 Sekunden geht, dann werden wir zusammen mit einer Ernährungsberaterin oder einem Sportarzt uns vielleicht überlegen, können wir noch 1 oder 2 Kilo loswerden. Aber die haben alle, die Julia, die wird unter 10% sein, die anderen werden auch alle unter 10% sein, 7% Fett. Da ist ja nichts mehr dran. Das ist Bodensatz. Ja. Da ist ja nichts mehr dran. Ja, aber was ich mir jetzt grundsätzlich frage, du hast ja ein Datenschlaraffenland zur Verfügung und kannst da natürlich ganz wild herumfuhrwerken und dir halt optimal für deinen Athleten rausholen. Jetzt, wir hatten das so ein bisschen bei der Jury auch schon diskutiert, ich jetzt als Otto-Normal-Läufer, mich erschlagen diese Anzahl von Daten dann teilweise, jetzt gibt es ja schon teilweise auch Watt und Pace und Herz und Frequenz und große Sensoren. Was würdest du sagen, sind so die Daten, die du auch für Hobby-Sportler sinnvoll findest und wo wir sagen,
das ist schön, das braucht ein Profi-Athlet, aber das ist zu viel für einen Hobbysportler wie mich. Gibt's da irgendwas? Ich finde eigentlich das Einzige für dich als Hobbyläufer ist dein Puls. Ja? Über einen längeren Zeitraum genommen. Wenn du deine fixen Strecken hast, dann weißt du, wo schnell du bist, du weißt, wie dein Puls ist. Dann weißt du im Prinzip, wenn du es nicht extrem übertrieben hast oder du hast mal 6 Monate nichts gemacht, weißt du genau, wie es ausschaut. Und alles andere halte ich von Hobbyläufer komplett für überflüssig. So, wenn ich mache selber so in der Woche momentan 12, 13, 14 Stunden Sport. Ja? Auf mein Uhr, mein Puls schaue ich eigentlich nur, wenn ich richtig krotten schlecht bin. Dann schaue ich auf meine Uhr und denke ich, ja, das stimmt, dass ich schlecht bin. Das sehe ich jetzt auch. Damit habe ich wieder bestätigt, was ich eigentlich schon gewusst habe. Ich schaue eigentlich gar nicht, wie lange ich unterwegs bin. Ja. Also ich schaue eigentlich auf nichts. Ich gehe einfach laufen und ich laufe einfach selber 1-2 Mal in der Woche. Wenn ich merke, ich bin gut drauf, dann laufe ich einfach, schaue ich, dass ich 40, 50 Minuten richtige Belastungsminute habe, wo es einfach richtig hart zur Sache geht. Ab und zu im Gelände, ab und zu auf der Ebene. Und ich glaube, viel mehr gibt es halt nicht. Ja? Und dann wirst du besser werden, wenn du das über Jahre machst, wirst du immer besser werden und du wirst irgendwann anstehen bei 34, 30 auf 10.000. Ja? Und wenn du dann das Bock hast, noch weiter zu kommen, ja, dann musst du dir etwas überlegen. Ja. Ja. Mich hätte mich interessiert, ob durch dieses Mehr an Daten, weil wenn man jetzt da von 1997 ausgeht, da waren GPS-Uhren, ich glaube, sie waren schon anwesend, aber von gut waren die noch weit weg und von Herzratenvariabilität und Blutzuckermessung und weiß Gott was, waren wir ja da weit weg. Also Laktatmessungen ja, aber so Live-Tracking über Sensoren vom Blutzucker den ganzen Tag und alles 24 Stunden mittracken, hast du ja dann nicht so im Alltagssport und im Breitensport gehabt. Nein, aber ich komme mal zurück am Olympiastützpunkt Obertown. Ja. Also es ist nicht umsonst, dass da alle Goldmedaillen hergekommen sind. Da haben wir alles überwacht. Okay. Also jeden Tag in der Früh hat ins Labor angefangen, für jeden Sportler. Jeden Tag in der Früh waren sie ins Labor. Wir haben jedes Training... Was macht man da zum Labor? Also Blutabnahme oder Laktattest? Ja, Blutabnahme, okay. Urin teilweise. Blutgasmessung, Atemgasmessungen, jeden Tag in der Früh, Herr Mai. Okay. Jeden Tag. Ja. Alle Athleten. Anhand dessen sind die Daten raufgekommen zu uns. Wir sind am Tisch gesessen und haben gesagt, der Sportler macht das, der macht das, der macht das. Nein, der macht keine Kraft heute, weil der ist noch nicht ganz regeneriert. Gut, das Gleiche haben wir am Nachmittag wiederholt. Mhm. Wieder. Dann war jedes Training Laktat gesteuert. Jedes Training. Ein Krafttraining, letztes hat eine sehr gute Skifahrer mir noch gesagt, das hat ihm damals zum Wahn getrieben. Ja? Das Krafttraining hat 4 bis 4,5 Stunden gedauert. Pause, Laktatmessung, Regeneration, Kleinigkeit essen zwischendurch, jedes Mal wieder. Aber vergiss nicht, dass der beste Skifahrer aller Zeiten damals schon 900 Stunden am Ergometer gemacht hat im Jahr, 300 Stunden Lauf war, dann das Krafttraining von ihm und dann das Skifahren noch dazu. So, das war auch nicht ein Kinderspiel. Ja? Ja. Sonst gewinnst du nicht in dem, weil der hat auch sehr spät angefangen. Vergiss das nicht. Ja, 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 klar. Frag mal, wann der sein erster Sieg gefahren ist. So, es geht schon, wenn du älter bist, weil er vorher vom Landeskader hat es nicht gereicht. Ja? Ja. Das bedeutet, dass du das wirklich machen kannst. Nur da haben wir diese Ressourcen gehabt, weil die Athleten, die da waren, wirklich alles auf dem Spiel gesetzt haben, das ganze Geld investiert gehabt haben, was sie gehabt haben. Mhm. Ja. Und dann sind lauter Goldmedaillen rausgekommen. Und wenn man das heute noch hätte in Österreich, genau auf diese Art und Weise, dann wären wir genauso erfolgreich. Hm. Da bin ich mir 100% sicher. Erfolg ist einfach, weil Training ist dodo einfach. Du musst es nur machen. Du musst es machen und es gehört kontrolliert, überwacht und gesteuert. Ja? Da würde ich ja gern rübergrätschen zu dem, was ja der Flo und ich so als Haupthobby betreiben, nämlich am Berg herumlaufen. Also diese ganze Traillauf-Geschichte, die ja jetzt ein bisschen die letzten Jahre
ich würde mal sagen, ein bisschen explodiert und so richtig aufkommt, weil Berglauf gibt schon ewig, aber dieses Traillaufen und dass ein bisschen Geld ins Spiel kommt, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei dahingestellt. Es kommt erst jetzt so richtig in Fahrt. Es hat so ein bisschen, für mich hat es ein bisschen was von, ja, das ist eine Aufbruchsstimmung von Mountainbike fahren oder so, diese Geschichte. Und ja. Österreich hätte ja von den Trainingsbedingungen und von dem, was da ist und was an Grundstock da ist, ja, brutal viel Grundkapital. Würde das für die Österreicher, die jetzt da, wie soll ich sagen, wie sage ich das jetzt da elegant, die jetzt im Laufen auch da sind, anwesend, wäre das nicht die lohnendere Geschichte für viele, jetzt nicht für alle, aber für viele, dass man sagt, hört zu, schaut, das ist neu, da könnt ihr ganz vorn mitspielen, weil gegen Kenianer werdet ihr halt auf der Straße nicht viel gewinnen. Ja, das Problem ist, weißt, ich habe zufällig zwei der Besten habe ich auch bei mir, so der Falkenstein Sebastian und der Andreas Postel, ja, die sind bei mir im Laufband, ja. So, ich kenne die Daten von denen, ja, und die sind gut. Nur ich weiß auch, dass sie mitgelaufen sind, wo die Kenianer mitgelaufen sind. Ja, das dauert noch ein Jahr, da kommen die Kenianer auch mit Busse herher und laufen dann bei jeder Trailrunning mit und sind 1 bis 17, ja. Das ist halt so. Ja, das bedeutet, in Österreich ist es so, wenn du überhaupt gut laufen kannst, dann bist du auf der Bahn, 10.000 Meter und dann sonst zum Marathon, oder? Mhm. Das ist halt Laufen, ja. Mhm. Nur, wir wissen schon, wie der beste österreichische 10.000 Meter Läufer, wie weit er weg ist von der Weltspitze im 10.000 Meter, ja? So, gut. So, jetzt gehen die Jungs, die nicht der Beste sind, dann Trailrunning machen, laufen. Und da kommen dann 17 Kenianer. Nein, so ich glaube, da müsste man einen gewaltigen Aufwand betreiben, genau wie in jeder anderen Sport. Das ist nicht spezifisch für Trailrunning. Da müsste man einen gewaltigen Aufwand, es ist schon möglich, ja, betreiben, um die richtig Guten zu schlagen. Dann ist etwas drin, aber ich glaube nicht, dass in Trailrunning das große Geschäft sonst drin sein wird. Das glaube ich nicht. Aber das muss auch nicht sein. Also das macht doch riesig Spaß einfach. Ja. Also mehr hat Sport mit Gesundheit und Spaß zu tun. So auch meine Athleten, die machen das nicht fürs Geld. Wenn die es fürs Geld gemacht hätten, hätten sie justiert oder so. Ja, also dann verdienst Kohle. Aber nicht als Langläufer oder als ja, also bitte. Ja. Also wenn du es gut machst als Langläufer, wenn du der Petter Northug, der hat 70 Weltcups, glaube ich, gewonnen oder so, ja, der hat wahrscheinlich 20 Millionen gemacht. Ja. Aber der Nummer 3 hat noch kein 2 Millionen gemacht. Und der Nummer 10 hat noch kein 500.000. Wenn du viel Geld verdienen willst, dann musst du gut werden im Fußball, Formel 1 oder Tennis, glaube ich. Ja, aber der Formel 1 ist sicher, aber auch beim Tennis, weißt du, das sind schon viele, aber es sind wirklich auch da wenige, die richtig Kohle verdienen. Ja. So, immer muss der Spaß da vorne stehen. Spaß und Gesundheit, das muss ganz, ganz vorne sein. Das ist mir ganz wichtig. Und Trailrunning ist richtig lässig, richtig cool. Ja. Es macht mir auch viel Spaß, um Leute, die das machen, zu begleiten. Sagen wir, die machen oft bei mir Leistendiagnostiken, wir machen spezielle eigene Protokolle am Berg und so macht man das. Um sie dann zu sagen, hey, schau mal, du hast dich verletzt letztlich am Knie, aber schau dir mal deine Daten an. Also das wird ein bisschen blöd, auch wenn du so 4 Stunden Rennen gehst, das wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Da musst du schon etwas verbessern. Und dann macht es auch Spaß, oder wirst du auch besser, fühlst dich besser. Mhm. Ja? Aber ich glaube, primär im Vordergrund so bei allen Hörer stehen den Spaß am Sport und nie, auch bei jungen Menschen, nicht die Kohle. Spaß, der Prozess. Und dann gibt es ein paar, die Ziele haben. Ja? Und für den Wie lang dauert so ein Aufbau eigentlich? Also wenn man sagt, der Spaß und der Prozess, aber wie lang dauert so ein Aufbau eigentlich mindestens, dass man sagt, also wenn du etwas erreichen willst, wurscht jetzt, ob das Alter optimal ist oder nicht, aber dass du überhaupt irgendwo hinkommst, dein erstes großes Ziel erreichst, reden wir da von mindestens 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren oder also wie langfristig muss man da schon denken, auch als Athlet? Ja, so Prozessen, es hängt davon ab, ob du schnell bist oder nicht mit 17. So, wenn du mit 17 schnell bist, dann kann es schnell gehen.
dann kann es richtig schnell, speziell wenn du eine Frau bist. Ja, aber auch im Radsport sehen wir das momentan, Pogacar, Evenepoel und so, das sind Burschen, ja, das sind wirklich Jungs. Ja. Wie alt sind die eigentlich so, 20? Naja gut, jetzt sind sie schon, Pogacar ist jetzt schon 23, glaube ich, und Evenepoel schon 21, aber die waren schon mit 19 schon gut. Ja. Ja. Aber vergiss nicht, dass der Trainer von Pogacar hat gesagt, er hat den Pogacar gekriegt mit 18, dann hat er seine Mitochondrien, seine Kernkraftwerke aus dem Bein rausgehoben mit der Muskelbiopsie, hat unter dem Mikroskop sich das angeschaut und dann hat er gesehen, das ist etwas anderes. Das ist ein anderes Material. Das ist seine Aussage. Das ist anderes Material. Das bedeutet, weißt du warum, der hat dann auch schon alles gewonnen. Und wenn du mit 18 alles gewinnst, hat das nichts mit Training zu tun. Es ist natürlich viel Begabung. Es ist aber natürlich auch irgendwie viel Training. Ich meine, ist mir schon klar, dass es nicht ohne Begabung geht, weil ich werde, selbst wenn ich mit 10 wahrscheinlich angefangen hätte, war ich nie einen 201er Marathon gelaufen in meinem Leben. Aber kann man das ungefähr betiteln oder irgendwie sagen, wie wichtig ist das eine wichtiger als das andere? Oder wie halten sich die zwei so die Waage? Also ich glaube, dass du ein 2-1er hättest du vielleicht nicht geschafft, weil da hättest du der Kipchoge so schnell sein müssen wie Kipchoge und er war ziemlich schnell, ja, in seinem jungen Jahr von 2000. Ja. Aber ein 2-10, ein 2-12er ist schon drin, ja, mit knallhartes Training über viele, viele Jahre, da bin ich mir ganz, ganz sicher, wirklich. Ja. So, ich glaube, ehrenhaft vorne gut mitzulaufen, innerhalb 5-6-3% Rückstand von den Besten, das ist durchaus möglich, glaube ich. Mit jahrelang hartes, gutes Training. Ist es so, also mir ist immer in Erinnerung noch der Thomas Muster, der immer gesagt hat, naja, Talent habe ich nicht so wirklich gehabt. Aber er hat halt brutal trainiert. Also der ist einfach brutal dran geblieben. Andererseits denke ich mir, naja, liegt es nicht dann doch ein bisschen auch an den Genen, weil gerade wenn man dich anschaut, du warst im Weltcup unterwegs, deine Frau war auch Leistungssportlerin, deine Kinder sind auch Leistungssportler. Ich habe so gesagt, naja, so ein bisschen ein Einschlag Richtung Sport sieht man schon, auch wenn es verschiedene Sportarten sind. So die Genetik hat viel miteinander zu tun. Letztes schöne Studie gelesen, wo man sieht, dass ob du jetzt übergewichtig bist oder nicht, hat auch damit zu tun, ob dein Großvater schon übergewichtig war oder nicht. Ja? So, das bedeutet, Genetik und Epigenetik spielt da eine große Rolle. So, ich war kein guter Läufer, ich bin selber einen 30-30 auf den Zehner gelaufen. Ja? Das war natürlich okay, ja? Aber mein VO2 Max war through the roof. Ja? Von meinem Vater genauso, der hat auch mal so einen Test gemacht, war auch so hoch. Ja? So, das bedeutet, dann hast du aerob bestimmte Veranlagerungen. Aber ich möchte nochmal sagen, wenn Julia so eine Veranlagung gehabt hätte, da hätte sie schon mit 21 und 1500 gelaufen und wäre Österreichs dreifache Staatsmeisterin gewesen. Das war sie nicht. Sie war Zehnte oder so bei ersten Rennen. Verstehst? Ja. Das war nicht so. So und mittlerweile hat sie auch eine sehr, sehr hohe Sauerstoffaufnahme, VO2 Max. So, wenn du der allerbeste gewinnen werden möchtest auf der Welt, der immer gewinnt, nicht an einem Tag. Also Ingebrigtsen zum Beispiel. Genau, dann wäre es gut, wenn du mit 17 bei der WM bei der ersten 10 bist. In jeder Sportart. Ich weiß noch gut, der Langlaufchef hat zu meinem Sohn gesagt, wenn du bitte schaust, dass du bei der ersten 10 bist bei der JWM, hast du eine Chance. Gut, haben wir gewusst, was wir zu tun haben. Fertig. Und was hat er damit gemeint? Sonst ist der Zeitrückstand so groß, die anderen werden auch noch viel besser. Das geht sich fast nicht aus, das wird zu lang dauern. Ja, das ist physiologisch fast unmöglich. Aber es ist dann irgendwie schon noch irre, wie viel Druck da schon in jungen Jahren auf einem lastet, gut zu werden und dass dann quasi schon der Zug abgefahren ist. Also ich stelle mir das auch nicht einfach vor, weil es ja dann auch viele Beispiele gibt, die dann in jungen Jahren vielleicht so gut waren, aber es dann aus irgendwelchen anderen Gründen, mental, sei es Pech gehabt oder was auch immer, dann doch nicht so gut sind. Dann opferst du quasi, also ein bisschen überspitzt, opferst du deine Jugend und schaut nichts raus dabei. Also es ist schon so eine irre Welt, dieser Spitzensport, oder?
Und deshalb muss es auch so viel Spaß machen. Ja. So, deshalb ist auch, dass ich mit meinen Athleten oft organisiere, dass wir gemeinsam rennen und ab und zu lassen wir einfach den Sau dann am Berg raus, dann gibt es einfach eine Schlacht. Ja. Und dann wird einfach Spaß gemacht. Die Julia fährt auch ab und zu auf Swift rennen, weil es einfach Spaß macht, Radrennen. So, wir schauen, dass es einfach viel, viel Spaß macht. Aber vergiss aber nicht, weil du sagst über Druck. Jetzt möchtest du, jetzt ist meine Tochter 14, ist eine gute Schülerin, aber jetzt möchte sie mit 17 oder mit 18 Medizin studieren. So, da brauchst du einen Einzelschnitt, einen Unterschnitt. Hey, über Druck gesprochen. Also das ist aber nicht wenig Druck. Ja, aber ja. Es ist für die Trainer, also bis ich 15 war, war ich auch 5-mal die Woche trainieren. War halt im Skifahren. Aber wir haben ja damals alle schon gewusst, also das weißt du ja auch schon mit 10, wenn du nicht nach Stams gehst und wenn du nicht es dann schaffst, dass du bei den Punkterennen vorne dabei bist, vergiss es, mach irgendwas anderes. Das wird nichts mehr. Dann grundelst du irgendwo herum und das ist völlig useless. Nur lass dir da nicht jetzt da. Die Athleten wissen es ja. Ich habe gewusst, ich wäre kein Weltcup-Fahrer. Das geht sich nicht mehr aus. Nur lastet dann nicht auf dem Trainer auch sehr viel Druck, dass man sagt, okay, aus dem und dem könnte etwas werden, den muss ich bis zum Anschlag quasi fordern, aber ich darf ihn auch nicht oder ich darf sie auch nicht mit 12, 13, 14, 15, also gerade in der Zeit, wo es schwierig werden kann, in der Entwicklung komplett überfordern. Ja, ich bin deshalb auch gegen dieses System. So, ich bin dagegen. Dieses System. Ich habe ein großes Problem damit. Mhm. So, ich sehe da Kinder, die enttäuscht sind, die verletzt sind, die schmerzhaft, die einsam sind, Eltern, die 1000 Euro im Monat bezahlen für irgendwelche Illusionen. Ja, so, ich habe ein Problem mit diesem System. Ja, ich komme aus einem Land, wo es dieses System auch nicht gibt. Holland, ja. Wo wir aber relativ gute Leichtathleten haben, Kicker haben, Eisschnellläufer haben, Rennradfahrer haben, alles haben wir da eigentlich gut. Außer Skifahrer. Wir haben eine gehabt, die ist aber gar nicht so schlecht. Der war sogar Zwölfte, glaube ich, oder so. Ja, ja. Das ist lustig, was du jetzt sagst. Wir haben einen guten, da muss man gucken. Der Smarten, der ist, glaube ich, wirklich Zwölfte war er in der ersten Durchgang oder so, als Holländer. Ja. Der hat sich das erarbeitet. So, der hat in Holland gesagt, er möchte das machen, ist dann immer in Holland in diese Skihalle hat er trainiert, ist dann immer hier nach Ramsau gekommen, hat Jan Rietersberg bei uns trainiert und Trainer genommen, und war jetzt bei den Spielen dabei und hat sich einfach locker qualifiziert. Ja? Das war schon ganz lustig eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr genau so ein Ding, aber ich weiß, dass er wirklich nicht blöd dagestanden ist. Für jemand, er ist ganz alleine. Ja, ja, ja. Ganz alleine. So, es geht schon. Remy über Langlauf. Andrew Musgrave ist ein guter Freund von meinem Sohn, der wohnt bei meinem Sohn in Wilhelm im Haus. Das sind beide Langläufer. Der Andrew wird dieses Jahr schon Podest wieder gewesen im Weltcup. Ja? War Vierte bei der WM schon, ist Engländer. So, gehen tut schon. So, ich halte nichts von diesem System. Ich habe viel Probleme dadurch gesehen. Ich sehe auch, dass nichts rauskommt. Ja? Also, wie viele gute Sportler kommen raus? Ja, Skisport. Aber gut, mit aller Respekt. Da gibt's nicht sehr viele Länder, wo man Skisport so professionell betreibt wie in Österreich. Ja, das ist gewaltig guter Sport. Skisport ist ein Nischensport. Das interessiert außer Österreich noch 5 andere Länder und dem Rest ist es egal. Genau. Es ist wie Eislaufen in Holland. Ja. Wir sind die besten Eisläufer, aber da gibt's 3 Norweger, eine Schwede und ab und zu Deutsche. Da sind wir fertig. Und die Herzog dann. Ja, und die gewinnt dann auch noch. Ja. Und, so, und mittlerweile schafft man es ja nicht mal mehr im Skifahren gut zu sein. Also wir grunden ja auch im Mittelmaß herum und das ist ja auch, kratzt sehr an unserem Selbstverständnis. Ja, genau. Und
da merkt man, und da hat es mir wirklich wieder getroffen, wenn ich jetzt gesehen habe, auch auf Facebook, wo ich natürlich als 54-Jähriger bist auf Facebook, nicht so sehr auf Instagram und TikTok, mehr auf Facebook, und dann schaue ich mir dann die Comments, schaue ich mir dann an, wie man über diese jungen Frauen da redet, ja? Und ich weiß, wie die leiden, ich weiß, wie die ins Bett liegen, wenn es nicht geht, ja. Und das ist ein der Gründe, dass ich mit diesem System so ein Problem habe, weil ich möchte, dass es Spaß macht. So, ich möchte nicht, dass meine Tochter da so ins Bett liegt und so zusammengeschimpft wird, ja, weil sie vielleicht 3 Zehntel oder 7 Zehntel langsamer ist, als dass sie sein sollte. Also das möchte ich nicht. Damit habe ich ein Riesenproblem. Da muss man aber auch dazu sagen, der ÖSV ist kein netter Verein. Nein, aber ich mit dem ÖSV kenne ich mich gut aus. Der es ÖSV gibt nette ist Menschen, aber der Verein an sich ist nicht nett. Da möchte ich mich nicht dazu äußern. Es ist aber so, dass wenn du deine Leistung bringst, dann ist in der ÖSV ein Platz für dich. So, ja. Der ÖSV ist im Prinzip im Sinne des Spitzensports so organisiert, dass man interessiert ist in Leistung. Und wenn du eine gute Leistung bringst, wirst du sehr gut betreut. Ja. Das muss man wirklich sagen. Dann ist der ÖSV ist gut für dich. Die ja, er ist gut, aber er ist nicht nett. Deswegen sage ich, es ist kein Wohlfühlverein. Es ist ein sehr leistungsorientiertes Regime, ja, weil es einfach seit 50, 60 Jahren genau darauf hingetrimmt ist, dass ein Franz Klammer gewinnt, dass ein Hermann Mayer gewinnt. Also das erste Ziel ist gewinnen. Da ist da ein österreichischer Leichtathletikverein vielleicht netter, weil man weiß, naja, den Marathon gewinnen werden wir heute bei Olympia nicht. Genau, und ich bin aber mit solchen Vereinen wie der ÖSV eigentlich sehr happy dann. Und warum? Wenn wir Leute haben, die gewinnen, sorgt das dafür, dass junge Menschen das auch machen möchten, ja, und die machen dann Sport. Und das ist, was ich erreichen möchte. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir gute Sportler haben. Deshalb wäre es auch schön, wenn wir mit dem Leichtathletikverband und anderen Verbänden da auch wirklich so arbeiten könnten, unter Hochdruck, um bessere Leistungen zu haben, damit mehr Leute sich das anschauen und vielleicht auch mehr Leute dann hobbymäßig diesen Sport da machen, weil das ist gut für unsere Gesundheit. Das ist, was mich interessiert. Ja. Und ich finde das immer auch wieder, was du am Anfang gesagt hast, Dem ÖSV interessiert es nicht, dass wer Zehnter wird. Das ist nicht der Anspruch vom ÖSV. Der ÖSV will Sieger produzieren. Und alles drunter ist eine herbe Enttäuschung. Und das ist ja auch okay. So, ich meine, auch wenn es jetzt Skifahren außerhalb vielleicht noch in die Schweiz interessiert, aber es ist halt einfach so. Das ist, wir haben viele, viele Berge, wir haben viele Möglichkeiten. Ist halt einfach so. In anderen Sportarten sind halt andere Länder, bei denen das so ist, dass sie aus einem riesen Pool einfach die besten nach vorne schicken können. Und gleichzeitig fehlt aber gerade dem Leichtathletikverband genau diese letzten 10% bis, um vielleicht doch noch der Weltspitze ein bisschen näher zu kommen. Die geben sich halt zufrieden damit, dass irgendwo auf Platz 30 herumgrundeln. Ja, also, aber es ist auch so, dass meine Athleten und ich haben auch klare Ziele. Wir haben wirklich klipp und klare Ziele, und wenn wir die nicht erreichen, werden wir es lassen. Was steht nicht dafür? Weil wir investieren alles, was wir haben. Ja? Und übrigens, wenn sie mit mir diese Reise eingehen, müssen sie auch von vornherein sich damit abfinden, dass die Chance wahrscheinlich 99% ist, dass wir es nicht schaffen. Ja, weil die anderen haben auch gute Trainer und Verbände. Nur, wir haben da klare Ziele, wir werden da nicht ewig rumtun, um irgendwo da hinten da rumzutun, das interessiert uns nicht. Und es ist auch keine Schande, du versuchst es 1, 2, 3, 5, 6, 7 Jahre und dann siehst du, ey, Jungs, habe ich das Zeug oder nicht? Ja? Und deshalb ist es so, denke ich, dass es wichtig ist, dass wir gute Sportler haben in Österreich, dass wir die fördern, damit ihr beide auch, so wie die guten Sportler gut sein möchten am Wochenende, euch verausgabt, herz-kreislauf-mäßig etwas tust für dich und dass wir alle gemeinsam eine gute Zeit haben und gesund sind. Gibt's da... Wenn man sich das vorher ausmacht und sagt, okay, wir möchten in, weiß ich nicht, 3, 5 Jahren oder wir möchten als Ziel das und das definieren, keine Ahnung, ich will im Radfahren so und so gut werden oder ich möchte im Laufen so und so gut werden, wir machen uns das aus. Gibt es dann auch so irgendwie die so klassische Fehler, die Athleten dann machen? Also so,
die Top 3 an Fails, wo man sagt, okay, ja schon, wir wollten dorthin kommen, aber also den und den Fehler habe ich jetzt schon 5-mal gesagt, mach's einfach nicht. So, du sollst das bitte so und so machen. Also der erste Fehler ist, dass man im Training verrückte Sachen macht. Also das muss lassen. Solche Ehre-Trainingseinheiten. Ja, man hat das zum Beispiel in Covid-Zeit gesehen, dass einmal Leute, die überhaupt nicht gut sind, sind auf einmal dann 50 Kilometer gelaufen oder 70 Kilometer gelaufen, obwohl sie überhaupt nicht so gut sind. Mhm. Ja, das ist Punkt 1. Also als Ausgleich mit, ich weiß sonst nichts mit mir anzufangen, dann mache ich halt das. Naja, man liest natürlich, was die Weltspitze macht. Ah, okay. Ja, die packen das schon. Mhm. Also der Kipchoge kann jede Woche 240 Kilometer laufen mit einem 340er Schnitt. Das ist ja kein Problem. Ja, nur du kannst das nicht. Na, ich habe die Zeit, ich laufe sie nicht in einem 340er Schnitt. Da geht es einfach zeitlich nicht aus. Genau. Das ist das Problem. So, bitte versuche es nicht zu erzwingen. Das ist mal Punkt 1. Zweitens geht es darum, versuch das Training nicht zu viel zu verändern. Es muss konsistent sein. So, dein Körper muss Zeit haben, sich zu adaptieren. Bei uns, wir haben relativ, der Juli hat ein sehr fades Trainingsplan. Ja? Es ist fast immer Daumapier das Gleiche. Ja? Abhängig davon, ob du krank bist oder so. Mal, aber ist es keine so ein Makrozyklus, dass man sagt, es baut sich auf? Nein. Nein, so wo sie letztes Jahr 1:11 gelaufen ist, ist sie auch auf einem Halbmarathon, das war das erste, nachdem sie krank war, auch so in einer Woche gelaufen, wo sie, glaube ich, 180 Kilometer gelaufen ist am Ende. Ja. Oh. So, die ist das als volles Training gelaufen. Ja, verstehst du? Nein, wir tun nicht am Periodisieren. Gar nicht. Also das ist einfach, und das ist, nein, so wichtig ist, dass du deine Intervalle und das ist, du musst das Training gut einteilen. So, du brauchst einen klaren Plan für die Woche. Wie viele Intervalle mache ich und wie hart sind die Intervalle? Und ein ganz, ganz wichtiger Teil davon ist, wenn du über Jahre das durchhalten möchtest, dann soll das nicht zu hart sein. Weil es ist schon einfach, 3 Monate lang knallhartes Training durchzuhalten. Ja? Nur es ist nicht einfach, das 3 Jahre durchzuhalten. Das geht nicht gut. Mhm. So, es muss konsistent sein und die Intensitäten müssen passen. Das heißt, du sagst, das Ego lieber ein bisschen zurückschrauben und dafür das halt über Jahre machen, als die eine Mördereinheit raushauen, sich dann auf die Schulter klopfen, auf Strava sich loben lassen und dafür dann wochenlang nichts machen. Genau, du fühlst dich am nächsten Tag immer schlecht. So einfach ist es. So, wenn du eine Strafeinheit gemacht hast, wo du versuchst, einen Komm zu holen und nochmal und du bist nicht so gut, dann zahlst immer ein bisschen Preis. Und einmal geht schon. Aber wenn es 2-mal hintereinander ist, dann geht es halt nicht. Weißt du, Peter, an was mich das erinnert? Das war jetzt du vor dem Trainer und du nach dem Trainer. Du vor dem Trainer war so diese eine Mördereinheit, ich hau mal einen raus und dann mache ich wieder eine Woche nichts. Und jetzt bist du konsequent, also machst du regelmäßig. Ich habe vorher aber sehr konsequent nur am Wochenende rausgehaut und unter der Woche einfach gar nichts gemacht. Ich war immer top erholt. Ja. Aber du merkst, dass du besser wirst. Ja. Weißt du, was du dich vorhaben musst, ist das, was möchtest du im Training, so die Leute, die uns heute zuhören, heute Abend, das sind Radfahrer, Läufer, Triathleten, das sind so Wannabes, ja, die auch mal gerne kurz ein bisschen besser werden möchten. Das sind alle Leute, die im Prinzip das Einzige, was sie fast möchten, ist die Menge Mitochondrien verbessern, ihre Kernkraftwerke vergrößern, multiplizieren, was dann auch, aber da möchten sie etwas erreichen. Mhm. Dein Körper versteht es nicht, wenn er auf einmal um 30% besser sein muss. Das packt er nicht. Der versteht es nur, wenn er diese Woche vielleicht 1% besser sein muss als letzte Woche. Und mehr versteht er nicht. Er kann nicht mehr adaptieren. Das geht nicht. Und das, halt dann das muss in die Köpfe rein. Das ist das große Problem. Das muss in die Köpfe der Leute rein. Weil man ist oft zu ungeduldig. Aber du musst schon viel machen. Ja? Ja. Also wenn du besser, so auch der Hobbyläufer, so wenn du sagst, ich möchte gerne dein Trailrun richtig gut laufen und es muss gesund sein für mich. Das bedeutet, dass du möchtest, dass diese Trailrun etwas ist, was du nicht allzu stark überlastet, weil dann ist es halt nicht gesund.
Ja. So, wenn, ja. wenn ich jetzt, ich bin jetzt wenig gelaufen, ich tue jetzt nur Langlaufen und ein bisschen Joggen so, aber wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt 60 Kilometer laufen, das schaffe ich schon irgendwo, ja, das dauert halt ewig. Nur den Preis, den ich dann zahle, ist extrem hoch, weil ich das nicht trainiert habe. So, ja. Jetzt trainierst du konsequent über Monate immer wieder solche längere Einheiten, dann gewöhnst du dich einfach dran. Ja. Aber über mehrere Monate, tu dir das bitte nicht an, dass das eine der schönsten Sachen, die es gibt im Leben. Das ist Sport, das ist Bewegung. Dass das, ja, dass das zu einem schmerzhaftes Leben wird. Tu es dir nicht an. Such dir einen gescheiten Trainer. Ich habe ihm das jahrelang, monatelang gesagt. Er hat mir noch nicht in dem Ausmaß dafür gedankt, wie ich finde, dass er mir danken sollte. Aber nach diesem Gespräch und nachdem du ihm das nochmal so eingebläut hast. Das werde ich jetzt ewig hören. Richtig. Ja, also ich sage aber nicht, also das muss mir wichtig sein. Das ist mir wichtig. Ich sage nicht, dass man wenig machen sollte. Weil auch wenn es um Gesundheit geht, es gibt bis jetzt eigentlich noch nicht die maximale Dosis, wo es aufhört, deine Gesundheit zu verbessern. Die ist bis jetzt noch nicht bekannt. So auch nicht bei 40 Stunden. Es ist nicht bekannt, dass wenn du 17 Stunden trainierst, dass das nicht besser ist, als wenn du 14 Stunden trainierst. Es ist nicht bekannt. So die bis jetzt ist es so, wie mehr, wie besser. Das ist bis jetzt so. Naja, die Regenerationszeit muss halt irgendwo da sein. Also du musst ja irgendwann einmal wieder, also wenn du eine harte Einheit gemacht hast oder eine längere Einheit, musst du halt irgendwann ist halt der Tag aus, dass du dich wieder regenerieren kannst bis zu der nächsten Einheit. Aber Peter, da hast du einen wichtigen Punkt. Da reden wir wieder über Intensität. Wir haben gerade über den Umfang geredet. Mhm. Ja? Mhm. Und Umfang und Intensität vertragen sich halt relativ schlecht. Ja. So, wenn du dich entscheiden musst zwischen Umfang und Intensität, ist es immer der Umfang, das ist langfristig. Mhm. Und wenn du sagst, ich möchte jetzt nicht mehr schauen um die Minuten, sondern in Sekunden, dann können wir über die Intensität reden. Aber das sind wir bei Sekunden, nicht bei Minuten. Jetzt werden die meisten mal froh, wenn wir bei den Minuten sind. So, dann fangen wir jetzt erstmal an, viel zu machen. Ja. Und wenn es dann wirklich darum geht, um die paar Sekunden, dann reden wir über Intensität. Und bei Leuten wie uns haben wir natürlich das Riesenproblem, dass wir ein restliches Leben haben und nicht unser Leben vollends dem Sport verschreiben können. Und das wird halt dann meistens der limitierende Faktor, der den Umfang auch reguliert. Wie viel du überhaupt trainieren kannst, weil du einfach sonst auch noch Dinge machen musst. Aber natürlich sehen es wir ja auch, wenn wir sagen, okay, es macht einen Unterschied. Egal, ob du jetzt einen Halbmarathon, einen Marathon, einen 100 Kilometer Trailrun oder sonst was machst, wenn du den entspannt läufst, also wenn ich einen Marathon in, weiß nicht, 4 Stunden laufe, dann ist das mehr oder weniger gemütlich. Oder wenn du einen Halbmarathon in 2 Stunden laufst. Und wenn du einen 100 Kilometer Lauf einfach nur vor dem Cut-off ins Ziel bringen willst, dann hast du halt einen Wandertag mit Laufeinlage. Genau. Und wenn du dann die gleiche Distanz am gleichen Tag auf Anschlag läufst, dann tut es halt weh. Genau. Und da muss man sagen, so da kommt dann auch die Gesundheit ins Spiel. Also es wird dich nicht umbringen, wenn du jetzt mal 100 laufst. So stell dich vor, du gehst nächste Woche Samstag an 100 laufen. Gut, du wirst eine schlechte Woche nachher haben, aber es wird dich nicht umbringen. Genau. Aber tu es nicht zu oft. Also don't push it too much. Ja? Weil es kostet schon, aber das sind Prozesse und das ist wichtig, hä? Da gibt es Prozesse innerhalb in deinem Körper, entzündungsmäßige Prozesse, die laufen im Hintergrund ab, die bist du dich nicht so bewusst, hä? Aber das frisst an deinen Organen, das frisst an deinen Serotoninmengen, das frisst an deinen Knorpel. So bitte, sei da wirklich vernünftig. Sport soll gesund sein, immer. Wenn ich einen Sportler habe, der nicht bereit ist, diesen Weg mit mir zu gehen, bin ich nicht sein Trainer. Das trifft ja wahrscheinlich gerade Ausdauersportler extrem. Ebenso, dass im Hintergrund noch Dinge passieren, weil einfach die Regenerationszeit nach einem Wettkampf länger ist. Weil jemand, der einen 1500 Meter Lauf macht, das ist zwar hochintensiv, aber da erholt man sich wahrscheinlich auch relativ schnell davon. Wenn du jetzt einen 100 Kilometer Lauf auf Anschlag laufst, dann hast du halt einen Monat lang Regeneration. Wenn man jetzt sagt, auf einen Olympiastützpunkt, wird das dann auch gemessen oder kann man das messen, wie weit das derjenige in der Regeneration ist? Das, und sagst, okay, ab jetzt kannst du wieder anfangen?
Ja, absolut. So, das kann man messen, aber da gibt es auch andere Tools dafür. Aber ich glaube, ein sehr wichtiger Tool ist einfach dein subjektives Empfinden. So, es braucht mehr, wenn ich morgen in der Früh aufstehe, kein Mensch zu sagen, ob ich Schmerzen in meinem Bein habe oder nicht. Verstehst du? Ob ich müde bin oder nicht. Weil das ist das, was wir jetzt, da glaubt der Flo, ist da, hat dieselbe Erfahrung, dass du als Athlet selbst, du laufst jetzt von mir, bleib mal beim 100er, da wissen wir, egal ob du schnell oder langsam laufst, er ist immer anstrengend und du brauchst immer eine Regeneration. Aber wenn es dir gut gegangen ist, dann denkst du zwei Wochen später oder eineinhalb Wochen später, naja, jetzt ging es schon wieder, jetzt könnte man schon wieder ordentlich ins Training einsteigen, weil das Gefühl sagt ja, aber der Trainer sagt nein. Nein, so du bist da körperlich, bist du da am Ende die mögliche Reparaturarbeit schon angekommen. Ja, nur eines möchte ich noch, das hört sich jetzt komisch an, was ich gesagt habe, ich werde das jetzt ein bisschen erläutern. Wenn du ein 100 Kilometer machst, ohne dass du vernünftig vorbereitet machst, dann ist es ein Attentat. Und dann reden wir nicht mehr über Regeneration, sondern dann reden wir über Reparatur. Weil Regeneration ist mit dem Ziel, dass du besser wirst als vorher. Mhm. Nur jetzt kommt das Problem, jetzt hast du so viele Beschädigungen in deinem Körper, du brauchst so lange Ruhe, dass du nachher schlechter bist, als dass du vorher warst. Mhm. So, du hast dich richtig, deine eigene körperliche Gesundheit, hast du etwas Schlechtes getan. So, ich möchte euch wirklich bitten raten, dass das gleiche mit diesen Tippen, die Ketten, ja, sich dann am Platz komplett verausgaben, dann nachher 3 Bier trinken, ja, und dann einfach erst wieder in 3-4 Tagen etwas machen. Das geht nicht gut. Das Problem ist, ihr seid beide noch relativ jung, ja. Du spürst es noch nicht so, aber das sind diese Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, ja, in deinem Körper. Das sind Beschädigungen. Das ist nicht okay, es ist nicht gesund und es bringt dir auch nichts. Es bringt gar nichts. Es ist viel geiler, es zu laufen, dass es dir gut geht. Mhm. Und ich glaube auch, man muss auf das zurückkommen, was du auch immer wieder gesagt hast, es muss Spaß machen. Und auch wie der Peter das vorher gesagt hat, wenn dieses Jucken schon kommt, so ich will raus, die Lust ist wieder da. Ich finde, man verhört oftmals seinen Körper recht gern, weil man nicht seine Signale hört, aber wenn man eigentlich das auch, wenn man das jahrelang macht und jahrelang auch viel läuft, dann kennt man seinen Körper irgendwann und dann weiß man auch das Gefühl irgendwie einzuschätzen. Mir war das auch immer so, wenn die Lust da war, dann habe ich dem vielleicht noch 2 Tage gegeben, so bis wirklich so gejuckt hat, dass ich gar nicht mehr anders konnte. Und da habe ich gewusst, jetzt muss es wieder passen. Also ich glaube auch, was du immer sagst mit dem Spaß und die Lust und den Spaß, da nicht zu verlieren, ist einfach, glaube ich, ganz entscheidend und sollte einem auch viel mehr lenken jetzt als Hobbysportler als die ganzen Daten, die man immer versucht zu messen. Genau. Nur eins ist mir schon wichtig auch noch. Es gehört immer trainiert. Das bedeutet, wir brauchen schon Konsistenz. Weil die Zähne putzen macht mir auch keinen Spaß. Und aufs Toilette gehen, habe ich auch keinen Bock aufs Toilette zu gehen. Aber ich muss trotzdem auf die Toilette gehen. Das bedeutet, ich muss dann auch in der Früh ab und zu, wenn ich weiß, es geht sich am Abend nicht aus, muss ich halt um 5:30 meine Laufschuhe anziehen. Es hilft mir nichts. Was soll ich machen? Das, leider Gott, was gesund für mich ist, macht halt nicht immer Spaß. Das ist halt so, ja. Aber es muss halt sein, so bitte. Eigentlich, wenn wir das ein bisschen zusammenfassen, ist das, was wir heute Abend hören vom Spitzensport und vom Hobbysport, nicht viel Unterschied, nicht anders. Es soll sehr regelmäßig sein, am liebsten viel. Die Intensitäten gehören kontrolliert, wenn es geht, möglicherweise vom Trainer, Leistendiagnostik. Wenn du wenig Möglichkeiten hast, es zu kontrollieren, dann ist es einfach ratsam, du trainierst die ganze Woche und einmal in der Woche geht es einfach knallhart eine halbe Stunde bis Stunde zur Sache. Mhm. Du machst einmal deine Liegestütze, deine Kniebeuge und gut ist es. Fertig. Und du bist so gesund. Du machst unseren Job richtig einfach, weil du hast im Endeffekt jetzt alles zusammengefasst und wir können quasi, ich weiß gar nicht, wie ich abmoderieren soll. Also, ja, hört auf diesen Mann, der weiß, von was er spricht.
es bleibt mir nur zu sagen, danke dir, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Es war wahnsinnig lehrreich und ich finde das immer wahnsinnig spannend, da vom Spitzensportler was zu lernen, wie du auch gesagt hast, man kann da als Hobbysportler trotzdem viel mitnehmen. Ja. Und danke einfach. Und liebe Leute, wenn ihr jetzt da 1000 Fragen in eurem Kopf habt und in den Fingern juckend, schickt uns die alle. Wenn wir genug zusammengetragen haben, dann zerren wir ihn mit vereinten Kräften nochmals fürs Mikrofon. So ist das. Ob man will oder nicht. Das ist uns völlig wurscht. Manchmal muss es auch wehtun. In diesem Sinne. Ciao. Vielen Dank. Ciao, danke fürs Kommen. Ciao. Danke, ciao, bitte.